geehrter Herr Landtagsabgeordneter Wittel, sehr geehrter Herr Hans-Hermann Gockel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein herzliches Willkommen heute hier im Berggasthof Honigbrunn, in diesem wunderschönen Saal, zu der Veranstaltung mit dem Titel Mut zur Wahrheit, AfD-Fraktion vor Ort. Und dem Untertitel Extremismus in Sachsen, ein Land im Fadenkreuz. Eine Überschrift, die deutlich macht, dass es ernst ist. Wenn ein ganzes Land ins Fadenkreuz genommen wird, dann ist es Zeit, wenn das erkannt ist, auch Klartext zu reden. Und es ist auch klar, dass es weder einfach ist, noch wird, noch dass es ungefährlich ist und sein wird. Zu diesen und angrenzenden Themen soll hinterfragt werden, wie sich die Fraktionsarbeit der AfD im Sächsischen Landtag gestaltet hat, was die politischen Bedingungen sind, welche Wege gegangen, welche Ziele erreicht worden sind und welche Hürden bestehen. Doch der Reihe nach. Zuerst der Begriff Extremismus. Das Extreme also, was wir kennen als was sehr Anstrengendes, bedeutet der Begriff doch das Äußerste. Die Spitze, ja sogar die Übertreibung, die Überdehnung. Einsichtig und vielleicht auch bedauernswert ist das bei all jenen Sportlern, die sich gewissen Torturen unterziehen und dabei nicht selten auf der Strecke bleiben. Was im Sport als Einzelschicksal abgehandelt werden kann, sieht im politischen Raum jedoch gleich anders aus. Extremismus in Sachsen, das heißt, hier geht es um unser Dasein, um die Alltagswelt, um die Heimat, die eben vor einer Ausdehnung ins Äußerste, einer Übertreibung, einer Missgestaltung, in welche Richtung auch immer, geschützt werden muss, alleine schon, um überhaupt ein gedeihliches Zusammenleben zu ermöglichen. Wir Bürger haben ein Recht auf regelgebundene soziale und friedliche Ordnung, die verlässlich sein muss. Und es ist die Mindestaufgabe des Staates, diese zu verteidigen. Im Alltag und in der Alltagssprache ist es jedoch oft so, dass die Begriffe Extremismus und Radikalismus häufig gleichbedeutend verwendet werden. Es bestehen hier aber entscheidende Unterschiede, nicht nur im juristischen, sondern auch im Wortsinne. Denn radikale Bestrebungen sind nicht suspekt, die werden vom Gesetzgeber nicht kritisch gesehen, die werden von niemandem überwacht. Extremistische hingegen schon. Das geht auf die Rechtsprechung unseres höchsten Gerichts, dem Bundesverfassungsgericht, zurück. Als radikal wird eine Bewegung dann verstanden, wenn sie eine politische Problemstellung her von der Wurzel, lateinisch radix, von der Wurzel her anpacken will, ohne dabei die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen oder gar antasten zu wollen. Wenn also jemand hier unter uns als radikal bezeichnet werden sollte, dann stellt es eher ein anerkennendes Urteil über die Gründlichkeit der politischen Analyse und Handlungsweise aus, als dass es einen Makel auszudrücken imstande ist. Im Gegensatz dazu allerdings stehen die extremistischen Bestrebungen. Sie richten sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie wollen diese aufs Äußerste überdehnen, oft mit dem Ziel, sie zu überwinden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Extremismen. Und wir haben jetzt diese Woche am Montag mit dieser Veranstaltungsreihe in Dresden begonnen. Und wir haben da ein Beispiel des Extremismus von links kennenlernen dürfen, kurz nachdem die Veranstaltung begonnen hat. Wir hatten das Glück, dass das so geschehen ist, weil wir konnten das auf Film dokumentieren. Und den Film, den möchten wir Ihnen jetzt gerne zeigen. Bei den Räumlichkeiten hier ist es allerdings so, dass jetzt die Herrschaften hier in dem Saal aufgrund der baulichen Struktur das nicht so genau sehen werden. Es hat auch keinen so großen ästhetischen Wert. Ich werde das ein bisschen kommentieren. Sie werden das hören, wenn Sie wollen. Es ist ein 2-Minuten-Filmschnipsel. Kommen Sie vielleicht kurz noch hier rum, aber ich werde es versuchen, für Sie ein klein bisschen auch darzustellen. Bitte den Film mal loslegen. Kurz nachdem der Abgeordnete des Landtags, Herr Urban, das Wort ergriffen hatte, rhythmisches Klatschen und der Beginn der Entsendung. Das ist Englisch.
sag es laut, sag es klar, Refugees sind willkommen hier, hat gesungen. Eine normale Unterhaltung ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen, es herrscht Unruhe im Saal. Der Sicherheitsdienst greift ein, die ersten der Störer werden gebeten, den Saal zu verlassen, einige gehen, andere gehen weniger freiwillig. Das Publikum äußert seinen klaren Unmut über diese Störung. Manche lassen sich nur unter deutlichem Gewalt aus dem Saal holen. Der Sicherheitsdienst hat Mühe, es sind 15 Leute, die da drin waren, so genau habe ich es nicht gezählt, die aber sich einzeln teilweise weigern, den Saal zu verlassen. Der Sicherheitsdienst behält aber die Oberhand. Es wird keinerlei Gewalt angewendet, sondern die Störer werden zur Tür bedeutet. Es kommt jetzt die Polizei in den Versammlungssaal, sodass auch die Renitenterin unter ihnen jetzt wissen, dass es Zeit ist, den Saal zu verlassen. Es werden die Broschüren, die rausgelegt sind, durch die Luft geworfen. Es wird sehr langsam nur den Saal verlassen. Kommunikationsverhältnisse gesehen. Wir haben hier eine Störung einer Versammlung gesehen, wo gewählte Volksvertreter mit dem Souverän, dem Volk, ins Gespräch treten wollen, die eingeladen haben in einer offenen Veranstaltung, die für jeden zugänglich war. Das heißt, einer der normalsten, aber auch grundlegendsten Prozesse in einer Demokratie, dass die gewählten Volksvertreter mit dem Volk reden, der wurde verunmöglicht. Das heißt, es wurde gegen die Souveränität des Volkes gehandelt, es wurde gegen das Mehrparteienprinzip gehandelt, es wurde gegen die Chancengleichheit aller Parteien verstoßen und es wurde gegen das Recht auf Ausbildung und Ausübung einer Opposition gehandelt. Das sind 4 von 8 oder 9 Elementen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aber ausmachen. Und das ist der Punkt, wo man von Extremismus reden kann, und das ist linker Extremismus in Reinkultur. Und es hat sich herausgestellt, dass die Damen und Herren, die da gestört haben, sich selber der Antifa Dresden als zugehörig beschrieben haben. Das ist zumindest ein Gruß wert, dass sie uns erlaubt haben, das einfach so dokumentieren zu können. Jetzt haben wir in unserer Gesellschaft Extremismen aus den verschiedensten Richtungen festzustellen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung bedrängen, überwinden wollen, abschaffen wollen, ob das Extremismus von rechts ist, ob das Extremismus von links ist oder ob das religiös motivierter Extremismus ist, der einen Gottesstaat ausrichten will, der auch für sich in Anspruch nimmt, alle Bereiche des Lebens exakt zu regeln. All diese Extremismen nehmen als Mittel zur Durchsetzung die Gewalt hin. Sie wird befürwortet, propagiert und sogar praktiziert. Und all diese Extremismen haben die sattsam bekannten katastrophalen Auswirkungen. Und gegen solche Extremismen zu wehren, das ist eins der Themen, die wir heute Abend in den Fokus fassen wollen. In Sachsen, deutschlandweit auch, wird einiges über diesen Extremismus berichtet, einiges zu Recht. Einiges weniger auffallend ist, dass über islamistischen und linken Extremismus teilweise verharmlosend, teils irreführend berichtet wird, oftmals geschwiegen wird. Das wird hier heute Abend nicht der Fall sein.
Wir werden sehen, welche extremistischen Auswüchse und Bestrebungen sich hier in Sachsen zeigen, aufgrund der parlamentarischen Arbeit der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Wir werden keine gleichmacherische Gleichsetzung durchdrücken, sondern eine differenzierte, sachorientierte Analyse, die auf Fakten beruhen. Und diese Fakten lassen sich halt nun mal nicht durch stereotypes Gebrülle schaffen oder durch moralisch aufgeladene und dafür meist faktenferne Diskussionen, sondern sie lassen sich am besten durch eine nüchterne Betrachtung und vor allen Dingen durch eine respektvolle Realität versuchen zu fassen. Und das, denke ich, das wird uns heute Abend gelingen. Eine der Möglichkeiten, innerhalb des Rahmens der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegen solche Extremismen vorzugehen, besteht darin, Volksvertreter zu entsenden, die parlamentarisch arbeiten können und sich auf den verschiedenen Ebenen dieses Problems annehmen können. Deswegen beginnt der Titel der Veranstaltung auch mit Mut zur Wahrheit, AfD-Fraktion vor Ort. Erst in dieser Verbindung zeigt sich die Richtung des verantwortlichen Umgangs und möglicher politischer Lösungen mit dem Problem des Extremismus an. Und da bin ich ganz froh, dass ich hier links wie rechts umringt bin mit Menschen, die uns das jetzt ermöglichen sollen, damit umzugehen. Und ich fange mal mit Ihnen, Frau Grimm, an. Der Extremismus in Ihrer parlamentarischen Arbeit. Wie sind Sie darauf gekommen, wie sind Sie da hingekommen und wie erleben Sie den parlamentarischen Umgang mit diesen Extremismen? Ja, ich möchte mich erst mal kurz vorstellen. Silke Grimm, viele von Ihnen kennen mich vielleicht, war ja hier im Wahlkreis Löbau Kandidat für den Sächsischen Landtag und wir freuen uns natürlich, dass Sie so zahlreich zu unserer Veranstaltung erschienen sind. Sicherlich haben Sie sich schon gewundert über den Sicherheitsdienst. Ich habe immer gesagt, wir haben in Löbau zum Glück noch nicht das Problem mit diesen extremen Linksextremismus und auch mit dem Rechtsextremismus. Hier haben wir noch bodenständige Bürger und das freut uns natürlich, aber nichtsdestotrotz, je weiter wir auf die Wahlen im nächsten Jahr zusteuern, werden es uns die anderen schwer machen. Ja, im Landtag haben wir schon einige Anträge eingebracht, dass sowohl der Linksextremismus als auch der Rechtsextremismus nicht in Ordnung ist, dass das gleichmäßig bekämpft werden muss, aber es wird immer nur in eine Richtung verfolgt alles und also unsere Anträge grundsätzlich ja abgelehnt, ob dieses Thema oder ein anderes Thema. Als Opposition hat man es schwer, aber wir haben jetzt schon eine sehr gute Richtung gefunden, glaube ich, wie wir die Anträge einbringen und dann auch Reaktionen der anderen Parteien haben, die dann ähnliche Anträge als Regierungskoalition einbringen, nachdem sie unsere Anträge abgelehnt haben. Und das ist für uns schon ein kleiner Erfolg, den wir hier in Sachsen nach den 2 Jahren haben. Dankeschön. Herr Wippel, die Frage des Extremismus berührt automatisch nicht nur die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern immer auch die innere Sicherheit. Sie sind der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Ja, vielen Dank. Von mir auch noch ein herzliches Willkommen heute Abend an Sie. Also wir haben selten bei uns im Landkreis so volle Veranstaltungen wie heute und es freut mich außerordentlich, dass wir das geschafft haben, dass Sie den Weg auch hierher gefunden haben an einem Wochentag. Vielleicht darf ich ganz kurz vom Protokoll mal abweichen und mal fragen, wer von Ihnen heute zum ersten Mal bei einer Veranstaltung der AfD ist. Ja. Ja, also ich frage jetzt mal so ganz allgemein, ich gehe davon aus, dass der normalen Bürger nicht unbedingt unterscheiden zwischen Partei und Fraktion, aber wir sind natürlich heute hier, um die Fraktionsarbeit vorzustellen und nicht um, sag mal, eine Parteiarbeit im übergeordneten Sinne darzustellen. Ja, mein Name ist Sebastian Wippel, ich bin innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, bin von Beruf Polizeioberkommissar in Görlitz im Polizeirevier und ich bin eigentlich über meinen Beruf zur AfD gekommen und über meinen Beruf auch in den Landtag gekommen. Weil für mich war immer die Frage, wir wollen was verändern und wir sind unzufrieden, teilweise mit den Zuständen, die wir, ich sage das mal, im Betrieb auf der Dienststelle antreffen. Das heißt, irgendwas muss die Politik machen und deswegen habe ich mich aufgemacht und gesagt, probierst es mal und bringst dich selber mit ein. Ja, ganz aktiv.
Wie berührt uns der Linksextremismus im Sächsischen Landtag? Ich würde sagen, fast täglich, aber schleichend und subtil. Denn es gibt ja noch eine andere Partei, die auch in der Opposition ist, die Partei Die Linke, die per se natürlich nicht linksextremistisch ist, aber sie hat eine ganz klare Wählerklientel. Und diese Wählerklientel ist in Teilbereichen linksextremistisch. Vielleicht wissen Sie, dass die Frau Juliane Nagel, die Abgeordnete aus Leipzig, die einzige direkt gewählte Abgeordnete im Sächsischen Landtag ist, die nicht der CDU angehört. Und sie kommt aus Leipzig-Konnewitz. Und Leipzig-Konnewitz ist der Stadtteil in Leipzig, wo der Linksextremismus am stärksten verankert ist, wo wir die größten Probleme mit dieser Thematik haben. Und das spiegelt sich auch in der Arbeit wieder. Häufig wird der Linksextremismus auch in der parlamentarischen Arbeit als vorgeschobener Antifaschismus vor sich hergetragen. Ja, so haben wir zum Beispiel heute einen Antrag behandelt im Innenausschuss. Also es passt gerade, es war jetzt wirklich nicht abgesprochen, denn den setzen ja nicht wir auf die Tagesordnung, sondern die Linken. Und es ging darum, dass der Sächsische Landtag sich dazu bekennen möge, für alle Opfer rechtsextremistischer Gewalt darum zu trauern seit 1990. Aber eben ausschließlich die und ausschließlich um vollendete Todesfälle. Und dann kann ich gleich mal sagen, wie perfide das eigentlich ist, denn es gibt ja auch versuchte Tötungsdelikte. Ja, Linksextremisten haben seit 1990 in Sachsen niemanden umgebracht, aber es gibt durchaus versuchte Tötungsdelikte, aber die wurden nicht angesprochen in diesem Fall. Das heißt, man versucht, die Sachen auseinander zu dividieren und vor allem versucht man von linker Seite aus den Linksextremismus schlicht und ergreifend so darzustellen, als würde es den gar nicht geben. Ja, das ist alles total normal und legitim und man versucht mit dieser Art der Weichspülerei eigentlich den Linksextremismus in die Mitte der Gesellschaft vorzuschieben und Anknüpfungspunkte zu finden über diesen von Gerhard Schröder damals ausgerufenen Aufstand der Anständigen nach dem Vorfall in Sebnitz, ne, der hochgesprochen worden ist, der ja tatsächlich gar kein Tötungsdelikt gewesen ist. Also das vielleicht mal so ganz allgemein dazu, wie wir auf das Thema kommen. Ja, vielen Dank für den Überblick erst einmal, den wir gewonnen haben. Der Ihr Kollege Carsten Ritter, der gestern in Neues Leider dabei war, unter anderem ist ja auch Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses, sodass also die rechte wie linke extremistische Gewalt da in den Fokus genommen wird. Und wir werden im Laufe des Abends einige Punkte aufgreifen und nochmal ein paar Tiefenbohrungen machen und schauen, wie es genauer aussieht. Dazu ist es aber immer hilfreich, wenn man sich nochmal einen Blick von außen holt, einen Blick, der gewohnt ist, die Dinge nüchtern zu betrachten und zu analysieren. Das ist eigentlich schon so ein journalistischer Blick, vor allen Dingen dann, wenn er unabhängig ist von zahlenden Zeitungs- und Rundfunksbesitzern oder Unternehmen, der ein freies Denken denken kann, ein unbequemes Denken haben darf, Fakten benennen und analysieren kann und diese Analyse in einen Kontext stellen kann, eben halt auch mit dem nötigen Respekt vor der Realität. Und dazu kommen wir, damit kommen wir zum Gastredner des heutigen Abends. Ich begrüße Sie, lieber Hans-Hermann Gockel, nochmal ganz herzlich, dass Sie heute Abend bei uns sind. Hans-Hermann Gockel ist ein Nachrichtenprofi. Seit 36 Jahren ist er Journalist. Davon waren 12 Jahre Zeitungsarbeit, die er gemacht hat. Danach 24 Jahre lang beim Fernsehen. Er gehört zu den Pionieren des Privatfernsehens. Und er hat mir erzählt, dass so die ersten Pilotsendungen, die da so gesendet wurden, da war er dabei, die hatten 8000 Zuschauer noch. Das waren also die allerersten Schritte. Und seitdem ist er eigentlich vorne an der vordersten Front. Sie haben sicherlich als Nachrichtenmoderator der Sat.1 und N24 Nachrichten noch im Gedächtnis. Er ist nur unabhängiger Journalist, er ist Produzent sowie erfolgreicher Autor. In seinem Buch Finale Deutschland, Asyl, Islam, innere Sicherheit, hat Herr Gockel eine Analyse geschrieben, die Klartext schreibt. Außerhalb der offiziellen Veranstaltungsteile wird er Ihnen dazu auch gerne noch zur Verfügung stehen. Das ist auch ein Buch von hohem dokumentarischem Wert. Auch heute Abend dürfen wir von ihm Klartext erwarten. Er hat sich des Themas Extremismus angenommen und ein paar grundsätzliche Gedanken dazu gemacht mit dem Blick von außen auf Sachsen. Herr Gockel, wir bitten Sie um Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die Lautstärke okay ist.
Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich einmal hier sein darf in diesem wunderschönen Eckchen Erde. Meine Damen und Herren, Extremismus in Sachsen, ein Land im Fadenkreuz, aktueller hätte ein Thema nicht sein können. Erst vorgestern gab es wieder einen bundesweiten Antiterror-Einsatz, unter anderem auch in Sachsen. Dabei wurde eine Wohnung in Leipzig durchsucht. Im Fokus der Ermittler stehen insgesamt 14 Personen. Alles Tschetschenen und alles Asylbewerber. Ich werde auf das Thema Asyl und Extremismus im Laufe des Abends noch zu sprechen kommen. Bevor ich aber meinen Vortrag beginne, sollten Sie zunächst einmal wissen, wie der Mensch tickt, der hier vor Ihnen sitzt. Ich bin jemand, der einen Polizisten, der mir begegnet, grüßt und ihn nicht bespuckt. Für mich ist Deutschland ein Land, dessen Grenzen man schützt und kein Gelände, in das man einfach hineinspaziert. Vor allem aber bin ich ein Mensch, der partout nicht einsieht, dass unsere Kinder und Enkelkinder ihr Leben lang für Leute bezahlen sollen, die sich beharrlich der deutschen Sprache verweigern, aber ausgeschlafen genug sind, um mittels Dolmetscher den letzten Euro abzukassieren. Warum betone ich das so deutlich? Weil all das, Respekt vor den Vertretern von Recht und Ordnung, Schutz unserer Grenzen, Fürsorge für unsere Kinder und Enkelkinder, weil all das, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, heutzutage schon ausreicht, um diejenigen, die das ansprechen, in die rechtsextreme Ecke zu stellen. Ich möchte an dieser Stelle schon einmal erwähnen, dass mich eine Rede des parlamentarischen Geschäftsführers der Fraktion der AfD, auf die ich später noch eingehe, sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. Uwe Wurlitzer schilderte darin einen Anschlag der Antifa auf seine Wohnung im Plattenbau in Leipzig. Wurlitzer sagte wörtlich: Ich habe hierbei weniger Angst um mich selbst, als vielmehr um meine Frau, die im 9. Monat schwanger ist, und um meinen kleinen Sohn von 2,5 Jahren. Zitat Ende. Als ich diese Sätze damals hörte, fielen mir etliche Menschen ein, die sich gerne als lupenreine Demokraten inszenieren, die aber eine klammheimliche Freude haben, wenn die Antifa auf andere Menschen losgeht. Diese Spezies der lupenreinen Demokraten sind in Wirklichkeit Scheinheilige und Moralapostel. Sie finden sie überall, aber in drei Berufszweigen ganz besonders: bei Politikern, bei Kirchenvertretern und leider auch bei vielen meiner Kollegen, den Journalisten. Und dann gibt es Politiker, die selektieren ihre Mitmenschen in Gut und Böse, in Anständig und Unanständig und forcieren damit, ob bewusst oder unbewusst, die Spaltung unserer Gesellschaft. Nehmen Sie zum Beispiel unseren Bundespräsidenten, den Herrn Gauck. Zwischen dem, was seine Redenschreiber ihm vorgeben und was er dann ja auch bei seinen Festreden mit viel Pathos vorträgt, und dem, was er spontan von sich gibt und dabei zeigt, wie er wirklich denkt, gibt es einen gewaltigen Unterschied. Ich will das gerne belegen. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Seitdem ist dieser 23. Mai alljährlich der Tag des Grundgesetzes und der jeweilige Bundespräsident hält an diesem Tag eine Rede. In diesem Jahr sagte Joachim Gauck Folgendes: Spannungen in der Gesellschaft löst man nicht, indem man stigmatisiert, sondern durch Offenheit und Gegenargumente. Wir sollten, wie schon Willy Brandt mahnte, mehr Demokratie wagen und auch mehr Demokratie ertragen. Ende des Zitats. Schöne Worte. Die Wirklichkeit aber sieht anders aus.
Der Bundespräsident nennt Menschen, die ihm kritisch begegnen, Dödel. Und mit dem Wort von Dunkeldeutschland diffamiert und stigmatisiert er gleich die Bewohner einer ganzen Region. Doch damit nicht genug. Bundespräsident, Bundestagspräsident und Bundeskanzlerin, die drei höchsten Repräsentanten unseres Staates, sind sich einig, dass es den Menschen nicht zusteht, heute wieder zu rufen, wir sind das Volk. Mir scheint, manche Politiker handeln nach dem Motto, Demokratie an sich ist ja eine feine Sache. Das Einzige, was uns stört, ist das Volk. Ministerpräsident Tillich zum Beispiel warnte in seiner Rede zur deutschen Einheit vor Leuten, deren Worte die Lunte legen können für Hass und Gewalt. Er meinte aber nicht die Linksextremisten, die auf dem Hassportal links unten in die Media für den 3. Oktober unverhohlen zur Gewalt aufgerufen hatten, was ja prompt dazu führte, dass wieder Polizeifahrzeuge abgefackelt wurden. Nein, Tillich meinte nicht die Deutschlandhasser der Antifa, Tillich meinte seine eigenen Mitbürger und die Besucher der Stadt Dresden, die vor der Frauenkirche demonstrierten. Nun muss ich allerdings fairerweise sagen, dass diejenigen, die da demonstrierten am 3. Oktober, dass diejenigen sich tatsächlich bis an die Zähne bewaffnet hatten. Ja, sie waren bis an die Zähne bewaffnet. Sie hatten Trillerpfeifen im Mund. Und manche hielten auch Plakate hoch. Auf einem stand mehr Demokratie wagen. Was für eine Frechheit. Was für eine Anmaßung. Was erlaubt sich dieses Volk? Herr Tillich sei gesagt, die Gefahr hier in Sachsen geht nicht von besorgten, demonstrierenden Bürgern aus, sondern von Menschen, die diesen Staat, die diese Gesellschaft, die diese Art, wie wir alle leben, abgrundtief hassen. Während die Politiker in Dresden meinten, das eigene Volk belehren zu müssen, mischte zur selben Zeit, nur rund 80 Kilometer entfernt, ein islamischer Fanatiker aus Syrien einen hochexplosiven Sprengstoff zusammen, um damit selbstverständlich auch die Deutschen in die Luft zu jagen, die schon immer ihre berechtigten Zweifel hatten am staatlich verordneten Gutmenschentum. Extremismus in Sachsen, ein Land im Fadenkreuz, das ist heute unser Thema. Der AfD-Abgeordnete Carsten Lütter hatte schon vor einigen Monaten mittels einer kleinen Anfrage die Landesregierung aufgefordert, ihre Erkenntnisse zum religiös motivierten Extremismus offenzulegen. Die Antwort kam dann einige Wochen später, am 20. September, von Innenminister Ulbricht. Ich sage es gleich vorweg, die Antwort war alles andere als aufschlussreich. Ich zitiere mal einige Passagen aus dieser kleinen Anfrage der AfD. Ich habe sie hier. Frage des Herrn Hütter. Wie viele Gefährder mit religiösem Hintergrund halten sich derzeit in Sachsen auf? Antwort des Ministers. Die Anzahl liegt im unteren einstelligen Bereich. Nun sind Sie alle Mathematiker. Der einstellige Bereich geht von 1 bis 9. Der untere einstellige Bereich ist vielleicht 1 und 2 und wenn man großzügig ist, noch 3. Es könnte aber auch die Zahl 0 sein. Mit anderen Worten, der Innenminister des Landes Sachsen weiß es nicht. Frage des Abgeordneten Hütter. Wie viele in Sachsen ansässige Personen haben sich dem Islamischen Staat oder ähnlichen Vereinigungen angeschlossen? Antwort des Ministers. Der sächsischen Staatsregierung liegen hierzu keine gesicherten Erkenntnisse vor. Soweit Innenminister Ulbricht am 20. September. 3 Wochen später hatten wir dann alle reichlich Erkenntnisse. Die Fragen, die der Abgeordnete Hütter schon vor Monaten gestellt hatte, waren deutlich formuliert. Die Antworten, die er bekam, waren alles andere
als ergiebig. Wenn der Fall al-Bakr ein Gutes hat, dann das. Der Innenminister muss jetzt liefern und der AfD-Fraktion klipp und klar die Frage beantworten, auf welche Datenbanken über Asylbewerber haben die sächsischen Behörden überhaupt Zugriff und auf welche nicht. Oder anders formuliert, wie mächtig oder wie ohnmächtig ist diese Landesregierung? Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was hier in Sachsen tatsächlich los ist. Aber natürlich muss auch die zweite Forderung der AfD-Fraktion dringend auf die Agenda. Die Forderung, endlich den Kuschelkurs für abgelehnte Asylbewerber zu beenden. Zehntausende Menschen sind inzwischen bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Man weiß nicht, wo sie sich aufhalten. Man kennt ihre wahre Identität nicht und man weiß vor allem nicht, was sie im Schilde führen. Asylbewerber, die untertauchen, um sich der Abschiebung zu entziehen, sind eine potenzielle Gefahr für unsere Gesellschaft. Deshalb kann man nur begrüßen, dass die AfD-Fraktion Internierungslager für Ausreisepflichtige fordert, um diesem Spuk endlich ein Ende zu bereiten. Bundespräsident Gauck, Sie merken schon, das ist ein Liebling von mir. Bundespräsident Gauck nennt unsere Kommunen, bitte hören Sie genau hin, Werkstätten der Demokratie. Und er fordert die Bürger auf, durch Engagement, durch Einmischung und durch Wahlbeteiligung dieses Deutschland aktiv mitzugestalten. Ich denke, es ist an der Zeit, Herrn Gauck darauf hinzuweisen, dass genau das die AfD macht. Und zwar vorbildlich. Sie engagiert sich, sie mischt sich ein und sie treibt die Wahlbeteiligung in die Höhe. Trotzdem versucht man immer wieder, diese Partei vom politischen Diskurs auszugrenzen. Ich habe mir die Mühe gemacht und bin die Sitzungsprotokolle des Landtags durchgegangen. Und ich habe festgestellt, dass die Anträge der AfD-Fraktion, sind sie noch so begründet und noch so perfekt formuliert, in schöner Regelmäßigkeit abgelehnt worden. Nun könnte man sagen, was soll's? Das ist das Geschäft der Demokratie. Aber nein, das ist es nicht. Das hat mit Demokratie herzlich wenig zu tun. Dahinter steckt System. Es ist der Versuch der sogenannten Etablierten, eine demokratische Partei systematisch auszugrenzen. Leider geschieht das auf Kosten der Sicherheit und damit auf Kosten der Bürger. So ist zu befürchten, dass auch die aktuelle Forderung der AfD-Landtagsfraktion, das Personal im Bereich der Justiz aufzustocken, im Parlament keine Mehrheit findet. Warum bin ich da so pessimistisch? Ich will an dieser Stelle aus der Masse dessen, was ich analysiert habe, auf die Drucksache 6.10.66 verweisen. Es geht um den Antrag der AfD-Fraktion unter dem Thema Linksextremismus in Sachsen, Aufklärung, Prävention und Exit-Strategie. Ich habe hier den Text und darf einmal kurz daraus zitieren. In dem Antrag heißt es, der Landtag möge beschließen, die Staatsregierung wird aufgefordert, ein Beratungsnetzwerk Sachsen zur Verhinderung, Bekämpfung und Zurückdrängung linksextremer Aktivitäten aufzubauen. Zweitens, ein Landesprogramm zum begleitenden Ausstieg aus der linksextremistischen Szene zu erstellen und zu fördern. Drittens, das Landesprogramm Weltoffenes Sachsen und dessen Förderprogramm im Hinblick auf Linksextremismus aktiv zu unterstützen. Das war am 2. März 2015. Am 2. März 2015. Seitdem ist sehr viel Wasser die Elbe runtergeflossen. Aber passiert ist nichts. Wenn man bedenkt, dass der Freistaat Sachsen eine Verantwortung hat gegenüber seinen Bürgern und eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Polizeibeamten, dann scheint mir ein Aussteigerprogramm für linksextreme Gewalttäter zwingend geboten zu sein. Allein die Polizeistation Konnewitz, wenn ich recht informiert bin,
wurde innerhalb eines Jahres 16 Mal von Linksautonomen angegriffen. Nicht nur Polizeifahrzeuge gehen in schöner Regelmäßigkeit in Flammen auf. Es gibt Angriffe auf unbescholtene Bürger, auf Unternehmen, Behörden, staatliche Einrichtungen und natürlich Brandanschläge auf die Privatfahrzeuge von Politikern. Wer nicht in das Weltbild der Antifa passt, dem werden die Scheiben eingeworfen, dem werden die Büros verwüstet und der landet, wenn er Pech hat, auch noch schwer verletzt im Krankenhaus. Polizisten und sogar Feuerwehrleute mussten diese leidvolle Erfahrung bereits machen. Von der linken Hetze im Internet will ich gar nicht erst reden. Der Terror von links ist perfekt organisiert, er bedroht die Grundrechte unserer Gesellschaft. Nehmen wir nur das Recht der Versammlungsfreiheit. Wenn heute ein Gastronom oder ein Hotelier der AfD einen Raum zur Verfügung stellt, kann man mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass das auf den Hassportalen der Antifa entsprechend kommentiert wird. Und welches Ziel diese Kommentare haben, muss ich hier nicht erläutern. Wie allgemein gefährlich die Antifa inzwischen ist, darauf hat der Verfassungsschutzpräsident Sachsens, Florian Meyer-Plath, erst kürzlich auf einer Veranstaltung in Weinböhler hingewiesen. Meyer-Plath wörtlich: Alle können in ihr Visier geraten. Wenn also der Staat mit all seinen Sicherheitsbehörden hier in Sachsen sein Gewaltmonopol behalten will, dann wird es höchste Zeit für mehr Personal, mehr Prävention und vor allem ein Aussteigerprogramm speziell für Linksextreme. Stattdessen aber veranstaltet die Mehrheit im Landtag ein peinliches Polittheater, denn, Sie können es sich denken, auch dieser Antrag der AfD-Fraktion wurde abgelehnt. Nicht, weil er schlecht war, es waren schlicht und ergreifend die falschen Antragsteller. Meine Damen und Herren, wir müssen auf unsere Demokratie sehr gut aufpassen. Wir haben nur die eine. Ich habe hier eine Liste. Ich nenne sie die Liste des Horrors. Jedes Kreuz markiert einen brutalen Anschlag von Linksautonomen. Allein in der Stadt Leipzig und allein innerhalb von 6 Wochen. Ich bin kein Mitglied der AfD. Ich bin noch nie in meinem journalistischen Leben Mitglied einer Partei gewesen, weil ich mir immer meine journalistische Unabhängigkeit bewahren will. Das hindert mich aber nicht daran, der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag für deren Arbeit meinen Respekt zu zollen. Es ist bedauerlich, dass es den politischen Gegnern der AfD dafür an Größe fehlt. Sie offenbaren stattdessen, um es einmal milde auszudrücken, ein sehr egoistisches Verständnis von Demokratie. Dass die Linke auf dem linken Auge blind ist, geschenkt. Dass die Grünen auf dem linken Auge blind sind, geschenkt. Dass aber die SPD keinen Deut besser ist, das lässt Böses erahnen, insbesondere mit Blick auf Berlin, wo man ja schon eifrig an Rot-Rot-Grün bastelt. Einmal im Jahr gibt es den sogenannten Jahresbericht zur Deutschen Einheit. Ende September war es wieder soweit. Die parlamentarische Staatssekretärin Iris Gleicke von der SPD stellte diesen Bericht im Deutschen Bundestag vor. Als ich die Frau dort hörte, konnte ich mich nur wundern. Das, was sie da von sich gab, war Sachsen-Bashing auf höchstem Niveau. Gleicke erklärte, die Anschläge rechtsextremer Gewalttäter würden dazu führen, dass Investoren einen Bogen um die neuen Länder machen und dass diese Länder, also auch Sachsen, allein dadurch in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zurückfielen. Beweisen konnte sie das natürlich nicht. Es gibt dafür keinen einzigen Beleg. In der Debatte jedoch blieb die SPD-Politikerin trotzig bei ihrer These und erklärte, ich zitiere wörtlich: Ich betrachte es als meine Aufgabe, die Probleme klar und deutlich zu benennen. Frau Gleicke hätte besser daran getan, klar und deutlich auf die Zahl linksextremistischer Gewalttaten in Sachsen zu verweisen. Sie liegt exakt bei 69,8 Taten pro 1 Million Einwohner und ist damit um ein Drittel höher als die Zahl der rechtsextremen Gewalt.
jede einzelne Tat, ob von links oder von rechts, ist natürlich eine zu viel. Deshalb war es richtig und nur allzu konsequent, dass die AfD den Antrag einbrachte, jegliche politisch motivierte Gewalt zu verurteilen. Uwe Wurlitzer, der bereits erwähnte parlamentarische Geschäftsführer, verwies darauf, dass sich politisch motivierte Gewalt gegen alle Parteien richtet, dass es Angriffe gibt auf Mitglieder des Landtags und deren Mitarbeiter, auf Politiker in den Kreistagen und Stadtparlamenten und Angriffe auf ganz normale Parteimitglieder, egal welcher Couleur. Und Wurlitzer sagte, jeder Angriff, egal auf welche Partei, ist ein Angriff auf die Demokratie im Land Sachsen. Wenn sich also das Parlament geschlossen hinter diesen Antrag gestellt hätte, wäre das ein starkes Zeichen gewesen. Ein Zeichen der Solidarität für die Demokratie gegen den Extremismus. Es wäre ein Signal gewesen, weit über die Landesgrenzen hinaus. Doch diese Chance wurde vertan, weil CDU, Linke, SPD und Grüne einmal mehr nicht über ihren Schatten springen konnten. Meine Damen und Herren, Extremismus ist heute Abend unser Thema. Wir kennen ihn von links und wir kennen ihn von rechts. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch auf eine ganz andere Form von Extremismus hinzuweisen. Auf den der Mitte. Man erkennt ihn nicht sofort, aber er ist da. Er steckt in einem feinen Gewand und er beginnt mit Worten. Stellen Sie sich bitte einmal vor, hier im Raum säßen auch die Herren Schäuble, Steinmeier, Maas und Gabriel. Wolfgang Schäuble, unser Bundesfinanzminister, nennt Politiker der AfD Dumpfbacken. Frank-Walter Steinmeier, unser Bundesaußenminister, nennt sie geistige Brandstifter. Für Heiko Maas, unseren Justizminister, sind sie eine Schande für Deutschland. Und für Sigmar Gabriel, unseren Vizekanzler, wahrscheinlich das Pack. Der Extremismus der Mitte zeigt sich aber nicht nur in Worten. Der Extremismus der Mitte zeigt sich auch, wenn Spitzenpolitiker der Grünen an einer Demonstration teilnehmen, bei der der schwarze Block den Ton angibt. Und wo der schwarze Block für alle vernehmlich, auch für diese Spitzenpolitiker der Grünen, skandiert, Deutschland verrecke, Deutschland du mieses Stück Schanze. Mir ist bis heute nicht bekannt, dass Claudia Roth, die sich ansonsten bei jeder sich bietenden Gelegenheit schockiert und betroffen zeigt, dass die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen diesen unsäglichen Aufzug verurteilt hätte. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Diesen Blick, der sehr facettenreich die sächsische Landschaft und die Tätigkeit der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag beschrieben hat. Wir haben einiges gehört von Moralaposteltum und Gutmenschheit und dem Extremismus der Mitte, dem ja manchmal das Wort Maß voll zugeordnet werden kann. Staatlich verordnetes Gutmenschentum, wir haben Statistiken gehört. Ich möchte mal zwei, drei Punkte rausgreifen, die wir kurz ansprechen wollen, bevor Sie dann herzlich eingeladen sind, auch mitzudiskutieren. Sie haben Zahlen genannt, Herr Gockel, die erschreckend sind. Es gab Anfragen im Sächsischen Landtag von der AfD-Fraktion, die halt gefragt haben nach der politisch motivierten Gewalt, Kommandins, die sich dann trennt von den Rechts. Da kann man viele Zahlenspiele machen. Es wurde ja drüber geschaut und gesagt, von 2014 an gab es jeden dritten Tag im Schnitt gerechnet eine Veranstaltung von Linksextremen. Im Jahr 2015 waren es jeden zweiten Tag eine. Und wenn man die Zahl der Gewalt gegen Polizeibeamte, die Sie ja angesprochen haben, Herr Gockel, nimmt, dann ist es im Jahr 2015 so gewesen, dass
von den linken Extremisten alle 48 Stunden ein Angriff auf einen Polizisten erfolgte, im statistischen Mittel. Herr Löbel, als innenpolitischer Sprecher und Polizeibeamter, wie stellt sich die Situation dar und was sind die Maßnahmen, die man dagegen im parlamentarischen Geschäft erreichen kann und erreichen möchte? Ja, vielen Dank. Also vielen Dank nochmal für den Vortrag. Ich habe sogar die eine oder andere Zeile gefunden, die ich selber geschrieben habe. Also, ja, was kann man da machen? Grundsätzlich brauchen wir eine starke Polizei, die auch in der Lage ist, jederzeit das Recht durchzusetzen in Sachsen. Und davon sind wir noch ein ganzes Stück weg. Das heißt zwar immer, ja, die Polizei ist noch an allen Standorten vertreten. Ja, das ist soweit auch richtig, aber eben nur zu den Ladenöffnungszeiten. Nur ist es nämlich immer so, dass wir Straftäter haben, jetzt egal ob extremistisch oder nicht, die dann immer tagsüber kommen, ne, und sich an die Öffnungszeiten unserer Polizeistandorte halten, sondern sie kommen dann, wenn die Polizei nicht da ist. Also insofern ist ganz wichtig, was ich jetzt letztes gesagt habe, denn man kann keine hundertprozentige Sicherheit haben. Also selbst wenn wir noch 4000 Polizeibeamte einstellen würden, würde es immer Straftaten geben. Es würde auch immer Extremisten geben, denn die Leute warten ja nicht, bis der Streifenwagen um die Ecke kommt, um dann die Tat zu begehen, sondern die warten ja, bis man nicht da ist. Aber was wir brauchen, ist eine Polizei, die schnell reagieren kann. Wenn ich eine Straftat feststelle, muss ich schnell die Fahndung aufnehmen können. Und dann kann es natürlich nicht sein, dass ich eine Dreiviertelstunde brauche, bis ich am Einsatzort ankomme, um dann den Bürger zu fragen, was ist denn da passiert. Deswegen haben wir die Forderung aufgemacht, dass wir ca. 2000 Polizisten mehr brauchen. Die Staatsregierung hat zugegeben, dass sie 1000 mehr braucht. Sehr überraschend. Wir haben festgestellt, dass sie zu wenig haben. Also für einen aufmerksamen Beobachter war das überhaupt nicht überraschend, denn die Aufklärungsquote geht nach unten und die Straftaten gehen nach oben. Ja, wenn wir uns mal ansehen, in den Bereichen zum Beispiel Wohnungseinbrüche, ja, da haben wir jetzt noch eine Aufklärungsquote von 20%, waren mal 35% zu Zeiten, als wir noch Grenzkontrollen hatten. Ja, dann hat man das Personal abgebaut, die Taten wurden mehr und die Aufklärungsquote ging nach unten. Also insofern ist es schon ganz klar, wir brauchen das auch in der Fläche. Wir wollen, dass auch die kleineren Standorte in der Fläche wieder rund um die Uhr besetzt sind. Dafür brauchen wir, legen mich jetzt nicht ganz genau auf die Zahl fest, ich müsste sie nachgucken, aber um zwischen 500 und 600 Polizeibeamte mehr. Dann brauchen wir natürlich eine gewisse Anzahl Ermittler, die auch den Spuren hinterhergehen, nachdem eine ordentliche Tatortarbeit stattgefunden hat. Und eine Spurensuche, und für eine Spurensuche brauche ich Zeit. Zeit habe ich aber nur, wenn ich nicht schon gleich zum nächsten Auftrag muss. Und dafür brauche ich wiederum ein bisschen mehr Personal, weil ich die Luft auch brauche, um vernünftige Tatortarbeit machen zu können. Dann brauche ich Ermittler, die auch mal fragen können in der Nachbarschaft, haben Sie irgendwas gesehen? Ja, da brauchen wir 700 mehr. Und so könnte man das Spiel durch die ganze Polizei fortsetzen. Was hat das jetzt mit Extremismus zu tun? Wir haben in diesem Jahr ungefähr 56 Straftaten gehabt, in diesem Jahr, gegen die AfD. In Sachsen. Also, da sind Sachbeschädigungen dabei und alles Mögliche. Davon ist vom operativen Abwehrzentrum keine einzige Straftat aufgeklärt worden. Das operative Abwehrzentrum ist Lieblingsstück von Innenminister Markus Ulbig und dem Leiter der Polizeidirektion Leipzig, Herrn Merwitz, der auch mal Landespolizeipräsident war, rühmt sich damit, dass es operative Abwehrzentrum eine sehr hohe Aufklärungsquote hat und in der Tat, das haben sie. Aber wenn die Taten gegen uns nicht aufgeklärt worden sind, fragt man sich ja, was klären sie denn dann auf? Ich würde nicht behaupten und ich könnte es auch nicht beweisen, dass man bei uns Straftaten, die uns betreffen, vielleicht nicht ganz so viele Laden reinsteckt oder Zeit. Aber der Verdacht könnte sich beim Blick auf die Zahlen aufdrängen. Und das muss sich ändern. Wir müssen in beide Richtungen arbeiten. Wir können keinen Extremismus gebrauchen, weder von rechts noch von links. Das ist ein hochkomplexes Thema. Sie haben aufgezeigt, wie das alles zusammenhängt. Dazu kommt natürlich sicherlich auch noch ein nicht unerheblicher bürokratischer Aufwand, den Sie höflicherweise jetzt gar nicht erwähnt haben. Es ist sicherlich richtig, das Beraten zu machen. Aber das geht dann nur mit einem guten, qualifizierten Personal. Das weiß jeder, der ein eigenständiges Geschäft betreibt. Und es geht auch nur, wenn ich
den Bürger als solches auch wahrnehme und in seine Nähe komme, um überhaupt mit ihm das grundlegend besprechen zu können, was da ist. Also das ist ein Fall, dass es sehr komplex ist und dass es vielleicht noch ein langer Weg ist, bis dann eingestanden wird, dass die nächsten 1000 vielleicht doch noch fehlen, aber es ist ein Schritt auf dem Weg. Gleichwohl, indem ich auch Ihrem Vortrag, Herr Gockel, dass ja doch das, was man durch Anfragen im Parlament, Sie haben ja einige genannt und auch zitiert, immerhin an Wissen herausbekommt, was ja die Aufgabe der Ministerien und der Regierung ist, dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen dann auch beantworten, also es darauf ankommt, die guten Fragen zu stellen, gleichzeitig begleitet wird von einem kleinen Zauber, der versucht, das Ganze dann in ein Licht zu bringen, dass das vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, wenn das den eigenen Interessen nicht genehm ist. Ich habe in der Literatur so eine Stelle, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist so ein Märchen für Jugendliche, aber auch Erwachsene, das heißt Alice im Wunderland, wo ein junges Mädchen in so einer Art Traumwelt geführt wird und die ihr auf komische Art und Weise aber versucht, die Wirklichkeit zu erklären. Wie dem auch sei, da gibt es einen Dialog dieser Alice mit einer dieser Traumgestalten. Und der heißt Humpty Dumpty, das spielt keine Rolle. Wenn ich ein Wort verwende, erwiderte Humpty Dumpty ziemlich geringschätzig. Wenn ich ein Wort verwende, dann bedeutet es genau, was ich es bedeuten lasse und nichts anderes. Die Frage ist doch, sagte Alice, ob du den Worten einfach so viele verschiedene Bedeutungen geben kannst. Die Frage ist, sagte Humpty Dumpty, wer die Macht hat, und das ist alles. Ein Werk, das ist schon ein paar Jahrzehnte alt, was einen Blick wirft auf das, was parlamentarische Arbeit ja auch begleitet. Ich kann ja möglichst viele Fakten eruieren, aber den Zusammenhang herzustellen, dass das durchdringt, da muss ich durch einen Nebel von Tarnkerzen und sonstigen rhetorischen Figuren mich kämpfen. Und Sie sagen ja auch, Herr Gockel hat es erwähnt, die Anträge, die Sie stellen, das kommt halt aus der AfD und auch wenn es im Prinzip vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber wir müssen es ablehnen. Wie geht es in der parlamentarischen Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen? Wo würden Sie denn die Erfolge sehen? Sie haben angefangen zu sagen, ja, die kupfern manchmal aber doch von uns ab. Also was sind die Schritte gegen dieses darüber gelegte Mäntelchen der anderen Deutung der Begriffe? Ja, also ich habe den Vorteil, dass ich nicht innenpolitischer Sprecher bin oder im Innenausschuss und von diesen extremen Themen nicht ganz so betroffen sind. Also ich bin ja verkehrspolitische Sprecherin und auch im Arbeitskreis Umwelt und Landwirtschaft. Mir ist auch der ländliche Raum sehr wichtig, weil wir hier für unsere Region ja was tun müssen. Und im Ausschuss Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, als auch im Landwirtschaftsausschuss haben wir schon Anträge eingebracht, wo es um die Abschusszahlen des Wildes ging, dass das wieder geändert wird, wie es mal vor 2012 war, die Schonzeiten wieder verlängert werden. Dieser Antrag wurde auch abgelehnt, kurz vor der Sommerpause. Wir hatten sehr viele Resonanz von den Jägern aus ganz Sachsen, die den Antrag auch besucht hatten oder das Plenum sogar besucht hatten und sich das angeschaut hatten, wie ja, die anderen Parteien dazu dokumentiert haben, also was sie für Reden gehalten haben, die waren völlig fachlich, also die von Linken waren noch fachlich mit am besten, was CDU, Grüne, SPD ablieferten, konnte man überhaupt nicht zuordnen, also die haben sich dort völlig blamiert. Und ja, egal ob wir Windradanträge einbringen oder Wildeinträge oder Braunkohle, irgendwas, wenn es von der AfD kommt, wir haben es als rechtspopulistische Anträge hingestellt, hat überhaupt nichts damit zu tun. Es sind Fachanträge, genau wie den zum Bundesverkehrswegeplan, dass die Schienenstrecken hier erhalten bleiben in Sachsen, haben wir eingefordert im April
haben wir als erste Fraktion diesen Antrag eingebracht, wurde abgelehnt. Ein Monat später stellt CDU und SPD den gleichen Antrag und der wird dann natürlich zugestimmt. Also trotzdem sind wir ganz hinten in den Bedarfen gelandet. Mehr haben sie auch nicht erreicht, wie das, was wir gefordert haben. Aber erstmal muss das ja bei uns abgelehnt werden. Also zum Thema Extremismus ist nicht ganz so mein Gebiet. Ich will mich weiter um den ländlichen Raum kümmern, bin auch in der Pflege-Enquete-Kommission mit drin, denn das wird auch ein Riesenproblem in den nächsten Jahren. Genauso wie der Nahverkehr im ländlichen Raum, dort muss was geändert werden, die Daseinsvorsorge muss stehen. Und ja, diese Themen beschäftigen mich halt und die sind nicht ganz so stressig und medienwirksam zurzeit, weil wir ja andere Probleme haben. Und ich denke, wenn wir hier dann diskutieren, werden die ein oder anderen Fragen noch kommen. Danke. Das wird ganz bestimmt so sein. Es ist ja klar, dass sich die einzelnen Abgeordneten, die Fraktionen bilden, die Arbeit aufteilen und dass da natürlich sichergestellt wird, dass die jeweiligen Beiträge qualitativ hoch sind, aber gleichzeitig auch einen Kontrast bilden können zu dem, was sonst geliefert wird. Und das zeigt ja auch schon einiges. Und oftmals ist es ja so, dass die Kopie an das Original nicht so ganz rankommt. Also auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, Unterschiede aufzuzeigen. Bevor ich jetzt gleich frage, ob hier im Raum eine Frage ist, von ich relativ sicher ausgehe, nochmal eine Frage an Sie, Herr Gottl, als der Journalist, der Vollblutjournalist, der Sie sind. Der Umgang mit Sprache ist das Handwerkszeug, das Instrument des Journalisten, ob jetzt gesprochen oder geschrieben, sei dahingestellt. Das ist eigentlich ja eine besondere Verantwortung. Wenn ich mit jemandem rede, ob das jetzt jemand ist, den ich kenne oder nicht, verantworte ich über das, was ich ihm kommuniziere, in welcher Form auch immer, ja sehr, sehr viel. Die Presse und die, sagen wir, Medien, die traditionell Tagesgeschehen aktuell kommentieren, stehen jetzt nicht in dem besonderen Ruf momentan, das ausnahmslos gut zu tun. Was brauchen wir, damit sich das auf einen Weg gibt, wo das wieder von wesentlich mehr angenommen wird und wieder einen Beitrag spielen kann in dem, was wir brauchen, nämlich eine Streitkultur zu etablieren, die uns voranbringt und die nicht unliebsam ist oder Teile dessen, die nicht dazugehören oder gar ganze Regionen ausblendet? Das kann ich ganz einfach beantworten. Was wir brauchen, ist mehr Anstand im Journalismus, mehr Fairness. Es hat sich etwas eingebürgert bei vielen meiner Kollegen, dass ich absolut nicht verstehen kann. Das journalistische Handwerkszeug, das man normalerweise mitbekommt in dem Beruf von seinen Ausbildern im Zuge des sogenannten Volontariats, das ist ja die Ausbildung der Journalisten, da heißt es, Meinung und Nachricht sind strikt voneinander zu trennen. Aber wenn ich heute mir Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen angucke, oder Artikel in den Tageszeitungen oder in den Magazinen, dann heißt es immer die rechtspopulistische AfD. Da wird Meinung und Nachricht miteinander verquickt. Es ist die Meinung des Redakteurs, dass eine Partei rechtspopulistisch ist. Die setzt er erstmal vorweg und dann kommt das Kürzel AfD. Damit fängt es an. Wenn Journalisten das schon nicht beherrschen können, das zu trennen, dann sind sie keine guten Journalisten. Das Zweite, was sich leider immer mehr durchgesetzt hat, es gibt ja hier das Wort der Lügenpresse. Das ist ja sehr populär. Ich persönlich würde eher von der Lückenpresse sprechen. Denn die Lückenpresse ist eigentlich das, was tagtäglich passiert. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Nachricht, ein Ereignis. Und dann kommt der Redakteur damit an und kann es so und so und so und so verkaufen. Eine Urnachricht, die es gibt, kann man zerstückeln in 10 andere Nachrichten. Das geht problemlos. Es kommt darauf an, was der Redakteur im Kopf hat. Welche politische Gesinnung. Und wenn ich darauf verweisen möchte, dass ein Wissenschaftler des Publizistischen Instituts in Mainz, ein hochintelligenter Mensch, Kleppinger heißt der, Professor Kleppinger, herausgefunden hat,
dass 70% der Journalisten in Deutschland SPD, Grüne oder Links-Journalisten sind, vom Herzen her. Da wissen Sie ungefähr, wie die journalistische Landschaft momentan in Deutschland aussieht. Und jetzt auf Ihre Frage, Herr Dr. Michel. Ich habe die große Hoffnung, dass sich bei der nächsten Generation von Journalisten, die jetzt irgendwann mal wieder in verantwortliche Positionen kommt, dass dieser Alt-68er-Gedanke, der immer noch in vielen Redaktionsstuben vorherrscht, dass der langsam mal wieder verschwindet und dass frische Luft in die Redaktionsstuben kommt. Aber solange viele verantwortliche Journalisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, zu dem ich ja nicht gehört habe, ich war immer bei den Privaten von Anfang an, aber solange im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im staatsfinanzierten Fernsehen mit 8 Milliarden Euro im Jahr Karrieren gemacht werden, die wahrscheinlich nicht möglich wären, wenn die Kollegen nicht das Parteibuch der SPD und der CDU und der CSU hätten, dann habe ich doch meine Zweifel, ob das so schnell geht. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir können hier noch ganz lange uns unterhalten, aber das wollen wir nicht. Wir würden gerne, dass Sie Ihre Fragen einbringen. Wir haben einen erfreulich gefüllten Raum. Wenn Sie vielleicht, so Sie möglichst dazu aufstehen können und so laut als möglich reden. Falls es nicht verständlich ist, werde ich die Frage dann für alle nochmal wiederholen. Dann warten Sie bitte ab, bis die Frage gestellt ist. Und die, die direkt unter dem Scheinwerfer sitzen, die sehe ich vielleicht nicht, die müssen winken. Bitte, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen zum Vortrag an die Abgeordneten hier zum Thema Mut zur Wahrheit, AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Extremismus in Sachsen, ein Land im Fadenkreuz? Gibt es da Fragen dazu? Bitte schön. Sitzt und welche Auswirkungen das nun auf seine Dienstgegebenheiten hat und welche Aussichten nun auf die Karriere und wie sich das kollegiale Umfeld dazu und natürlich auch die Dienstaufsicht dazu verhält. Ja, muss ich vorab stellen, erstmal, ich kann hier keine innerdienstlichen Sachen erzählen, das ist ganz klar. Das muss ich ganz klar trennen, ich sitze ja auch als Politiker, aber nicht als Polizist, das wäre eine andere Veranstaltung, da bräuchte ich wieder eine Aussagegenehmigung und so weiter und so fort. Wie stellt sich das bei mir dar? Also ich, vorab, der eine oder andere fragt sich vielleicht, wie macht denn der das? Ja, wie geht das? Also es ist erstmal das sächsische Abgeordnetengesetz lässt es zu, dass man sich runterstufen lässt und Teilzeit arbeitet. Ja. Das setzt voraus ein gewisses Maß an Professionalität, was man mitbringt, und zwar auf beiden Seiten. Es ist nicht immer ganz einfach. Also es gibt natürlich auch in meinem politischen Bereich, in dem ich tätig bin, ja durchaus Berührungspunkte, aber es stellt sich halt so dar, dass Innerdienstliches nicht in die Politik geht und umgedreht. Ja, das ist so. Um es ganz einfach Ihre Frage zu beantworten, ich habe an der Stelle keine Schwierigkeiten. Gibt es weitere Fragen an der Stelle? Scheint nicht so zu sein. Dann frage ich Sie mal, Frau Grimm. Herr Gockel hat das erzählt, dass also oftmals das Argument kommt, wenngleich ohne Anhalt, dass eine sogenannte rechtspopulistische Aktivität dazu führt, dass die Wirtschaft der Region den Bach untergeht und dass also die Welt einen Bogen um genau diesen Fleck macht. Jetzt sind Sie ja selber nicht nur Unternehmerin, sondern auch verkehrspolitische Sprecherin und auch in wirtschaftspolitischen Dingen aktiv. Wie ist Ihre Einschätzung und wie kann man da parlamentarisch entgegnen?
Ja, also die Wirtschaft, wenn man das ja hört, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Sachsen, hat ja sehr gute Ergebnisse. Es wird natürlich häufig auf die große Wirtschaft geschaut von Landesebene aus, also alles, was die Landespolitik oder im Wirtschaftsausschuss, dann wird viel auf die große Wirtschaft geschaut, den kleinen Mittelstand, der ja eigentlich in der Region, im Land, der hat nicht so viele Beschäftigte wie jetzt ein großer Konzern. Aber mein Eindruck ist immer, die großen Konzerne, die sind genauso von den etablierten Parteien beeinflusst oder hängen von ihnen ab, will ich mal sagen. Und deshalb ist der Kontakt schwer an solche, bei Veranstaltungen und so weiter, an solche Konzernchefs heranzukommen, wenn man dann sich als AfD vorstellt. Das einzige oder näheres Zusammenkommen haben wir über die Handwerkerschaft, also wenn jetzt was von den Handwerkskammern mit mittelständischen Unternehmen stattfindet, die sind da weitaus offener zu uns als AfD-Fraktion. Und es ist nicht ganz einfach, sich dort einzuspielen, aber die Wirtschaft im Großen und Ganzen läuft. Und solange wie das so ist, sitzt natürlich auch in Hadulich da auf dem hohen Ross und lässt sich überall schön feiern, obwohl er da bestimmt den wenigsten Anteil dran hat, denn er ist ja jetzt erst seit 2 Jahren Wirtschaftsminister in Sachsen. Ja, wir sind ja hier im Landkreis Görlitz und die Problematik Bombardier ist Ihnen ja bekannt. Also wir haben uns als AfD-Fraktion auch dazu eingebracht. Wir haben die Unternehmensleitung angeschrieben und haben die Vorzüge des Standorts Görlitz, aber auch bei uns natürlich mit erwähnt, herausgestellt und darum gebeten, dass man da nochmal überlegt, ob es denn wirklich notwendig ist, den Personalbestand zu senken. Und Frau Grimm hat ja gerade eben schon dargestellt, dass es nicht leicht ist, Zugang zu bekommen. Wir haben uns auch an den Betriebsrat gewandt und ihm unsere Unterstützung angeboten, aber der Betriebsrat hat dankenswerterweise abgelehnt, denn man fühle sich ja sehr gut vertreten von CDU und SPD. Und dass er allerdings dominiert ist, das wissen wir auch. Ne? Also, aber das ist üblich, also gerade der Gewerkschaften, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der meidet uns wie der Teufel das Weißwasser. Weißwasser, Entschuldigung, Weißwasser, nein, natürlich nicht Weißwasser. Weißwasser ist sehr schön. Wir haben ja auch Leute aus Weißwasser hier, da muss man das dazu sagen. Ja, also wie gesagt, wir wollten uns da einbringen, es ist nicht ganz einfach, da einen Zugang zu finden. Trotz alledem haben wir dazu natürlich auch eine Position. Und wir sehen aber an der Stelle, dass der Konzern Bombardier mit der Regierung und mit der Politik spielt. Er spielt mit seiner Macht. Und er spielt mit den Arbeitsplätzen, mit den Schicksalen der Leute. Es gab ein Förderprogramm, wovon Bombardier profitiert hat. 5 Jahre mussten sie haben Geld bekommen und mussten dafür garantieren, dass sie 5 Jahre lang die Arbeitsplätze in der Region halten. Und kurz bevor diese 5 Jahre ausgelaufen sind, kam der Konzern plötzlich in Schieflage. Wissen Sie, wir brauchen ein bisschen Geld, sonst müssen wir leider Leute entlassen. Wir wissen ja gar nicht, wie uns geschieht. Das ist kein Zufall. Das haben wir immer wieder. Und die Frage, vor der wir dann als Politik stehen, ist natürlich die, wollen wir uns erpressen lassen? Ja, natürlich mit den Arbeitern im Rücken. Dann würden wir sagen, Bombardier macht dazu. Ja. Dann heißt es, euch sind die Arbeitsplätze egal. Aber es ist natürlich nicht so. Ja, also es ist eigentlich Aufgabe der Politik, da Alternativen zu entwickeln, ja, an der Stelle und vielleicht auch aufzuzeigen. Und vielleicht könnte so eine Alternative sein, dass Waggonbauwerk in Görlitz vielleicht nicht unbedingt bei Bombardier bleibt. Ja, das wäre ein Weg, den wir uns vorstellen können. Also vielleicht den Verantwortungsfreiheit. Dankeschön. Da bitte schon. Ja, aber ich, die Gelegenheit ist günstig. Ich lese, Sie sind auch Theologe. Das passt jetzt nur unterschwellig zu dem heutigen Thema, aber ich hätte gerne nur gewusst, wie ist Ihre Einstellung als Theologe zugunsten Roman Evangelien, den Dr. Bedford Strom und auch den Herrn Dr. Marx, weil ja doch geschrieben steht, der Islam ist der Todfeind des Christentums. Aber wir sammeln da Geld für den Moscheenbau und viele diese Dinge. Was denkt ein Theologe sich, wenn er sowas hört oder nicht? Danke. Die Frage richtet sich an mich als
Theologen, wie ich die Äußerungen führender Kirchenfunktionsträger, namentlich also Edward Sturm und Marx, als jeweils der höchsten Repräsentanten der evangelischen und römisch-katholischen Konfession, einschätze, dass sie den Islam so unterstützen, Gelder für Moscheen und so weiter einsammeln und offensichtlich propagieren, dass also der Bau der Moschee ein begrüßenswertes Ereignis ist. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich Ihnen sagen kann, ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist... Und Luther hat die Türken 1520/30, deren Vorstoß hat er gekannt. Und einer seiner Reaktionen darauf war, dass er hatte die Bibel komplett ins Deutsche übersetzt, gefordert hat, dass man den Islam in das Deutsche übersetzen müsse, damit jeder Deutsche lesen kann, was für ein Wahnsinn da passiert. Also wenn sich heutzutage ein Lutheraner darauf beruht, dass man diesen Moscheebau und den Islam unterstützen muss, dann hat er zumindest den Teil ausgeblendet. Ich versuche trotzdem eine Erklärung. Wir haben es hier mit Aussagen der kirchlichen Funktionselite zu tun, die meistens etwas verwirren, um es höflich zu sagen. Die sind von dem theologischen Gehalt her sehr, sehr weit von dem entfernt, was eine lutherische Prägung, aber auch eine römisch-katholische Prägung überhaupt ausgemacht haben. Die haben mit dem Befund der Heiligen Schrift und die haben mit dem, was der Protestant als Bibel und Bekenntnis beschreibt oder der römisch-katholische beschreiben würde mit Schriftauslegung, kirchliche Lehramt und Tradition, sehr wenig zu tun. Und es ist ein, in meinen Augen, ein geistlich-theologisches Versagen dieser Elite, dass sie es nicht schafft, den Kern dessen, was das eigene Theologische ist, was die eigene Aussage ist, die mir als Gläubigen mich sicher macht, dass sie nicht mehr in der Lage sind, den zu greifen und dass sie das ein Stück weit verloren haben. Und da ist es dann auch so wie im Politischen, wenn sich da was nicht selbstständig fähig ist zu halten, dann eröffnet das Raum für was anderes. Und dann kommt natürlich eine dominierende Kraft sehr einfach in das Spiel. Ich kann Ihnen trotzdem nicht erklären, warum man das nach großem Tamtam auch noch unterstützen muss. Die Antwort muss ich Ihnen schuldig bleiben. Das erschließt sich meiner Logik alleine nicht. Da brauche ich den Glauben gar nicht zu bemühen. Haben wir nicht eine Form des Extremismus vergessen? Ich dachte, da kommt was in der Mitte irgendwie oder mehr. Ich nenne mal den Stichpunkt IS. Also das ist ja nicht nur Terrorismus, das ist ja auch Extremismus. Im Ansatz her. Ja. Haben wir das nicht vergessen? Haben wir das ausgeklammert? Oder? Danke für den Hinweis. Die Frage ist nach dem Extremismus des IS. Ich hatte in der Einleitung den religiös motivierten Extremismus und den Gottesstaat genannt, aber die Frage ist natürlich schon, also wie gehen wir damit um in der parlamentarischen Fraktionsarbeit im Sächsischen Landtag? Danke für die Frage, weil es ist wichtig. Am Anfang habe ich auch noch dran gedacht, ja, da kommt bestimmt was dazu, jetzt kommt was dazu. Es ist nicht so ganz einfach mit der ganzen Thematik, also ich meine, die extreme Auslegung des Islam kann sich natürlich auf den Koran stützen und auf die Hadithen. Ja, insofern ist es schon mal gelogen, was unsere Politelite dazu sagt, dass sie sagen, es hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist Quatsch. Aber es ist auch nicht die einzige Möglichkeit, den Koran auszulegen. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Ob es diesen Menschen in erster Linie um die Theologie geht, sei auch nochmal dahingestellt. Auch wenn wir über den IS reden. Ne? Also es ist ja entstanden in einem Gebräu, also ich könnte jetzt einen abendfüllenden Vortrag über die Thematik halten, was in Syrien so stattfindet und wer da welche radikale Gruppe stark gemacht hat und dass es
auf die Politik der USA zurückgeht. Und zwar ganz gezielt, das haben wir schon in Afghanistan gemacht. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir darüber sprechen. Denn auf der einen Seite macht man es stark. Der IS, ich sage mal so eine Paradoxie, warum wir uns eigentlich hier in Deutschland damit beschäftigen müssen. Der IS wird gefördert und bezahlt. Jetzt bezahlen ihre Soldaten übrigens viermal so viel wie die syrische Armee. Wird bezahlt von Katar, unter anderem, und von Saudi-Arabien. An Saudi-Arabien verkaufen wir durchaus unsere Waffen. Von Saudi-Arabien haben wir kein Problem damit, unser Öl zu beziehen. Ja, die unterstützen den IS. Und gleichzeitig sind es dann aber wiederum unsere Partner auf der anderen Seite, unsere Ansprechpartner, wenn es darum geht, das Problem zu bekämpfen. Das sind Saudi-Arabien, sind diejenigen, die über den Wahhabismus und die extreme Form nochmal des Wahhabismus, nämlich den Salafismus, versuchen, weltweit Muslime zu gewinnen für ihre radikale Auslegung. Und das machen sie mit richtig viel Geld und das machen sie auch in Deutschland. Ja, im Übrigen, Saudi-Arabien finanziert auch den Wahlkampf von Hillary Clinton, den ganz unmaßgeblich. Also, da ist man auch wieder dran. Ne? Das heißt, wir haben Leute, die finanzieren den Extremismus und wir bekämpfen den Extremismus hier. Und diejenigen, die es finanzieren, sind aber gleichzeitig unsere Partner. Das ist schizophren. Und dann schicken wir unsere Flugzeuge dahin, ja, und bezahlen die Kriege mit, um dort den Extremismus und den IS zu bekämpfen. Das ist einfach schizophren, das ist pervers in der Politik. Anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Das ist übrigens der erste Teil der Rede im Sächsischen Landtag. Da sind wir wieder bei den Journalisten, wie man nämlich pointiert zusammenfasst von der Aussage, die ihnen vielleicht über den Weg gelaufen ist, dass sich Frau Merkel den Terror wünschen würde. Erstens habe ich es ja so nicht gesagt. Ja? Sondern ich habe gesagt, dass die Anschläge, die wir am Ende erleben, immer das einfache Volk treffen. Und es trifft nicht die Politiker. Gut, ich habe mich unglücklich ausgedrückt, ich habe gesagt, es trifft leider die Falschen. Es trifft, dann habe ich das Beispiel weitergeführt, gesagt, es trifft Polen, es trifft Chinesen in Deutschland, anhand der damals konkreten Fälle. Aber das ist in den Medien nicht gekommen. Die DPA hat eine Meldung geschrieben, alle Zeitungen haben sie übernommen und kein einziger Journalist hat bei mir nachgefragt, was hat er denn eigentlich gesagt? Wie haben sie denn das gemeint? Und ich denke, das gehört zum Journalismus auch dazu, dass man mal durch eine Nachfrage auch demjenigen die Möglichkeit gibt, das nochmal richtig zu stellen. Im Übrigen habe ich es im Landtag richtig gestellt, aber es hat ja keinen interessiert. Aber das ist ganz wichtig, diese Thematik, auch wenn wir über Radikalismus sprechen. Das heißt, wir bekämpfen den Radikalismus dort in den Ländern, mit Bomben, mit Drohnenangriffen. Wenn wir das mal die Masse zusammenzählen von dem, was da an Bomben runterkommt, was an Drohnenangriffen geflogen wird, heißt es, jeden dritten Tag geht auf einer Fläche von Europa eine Drohne runter. Also eine Bombe, die von einer Drohne abgeschossen worden ist. Und es sterben Menschen, natürlich mit entsprechenden sogenannten, verharmlosen ausgedrückt, Kollateralschäden, also Zivilisten, ja, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Die haben alle Familie. Und das Einzige, was sie vom Westen erleben, ist auf der einen Seite die Propaganda vom IS. Dann flüstert man ihnen ein, dass sie als Moslems eigentlich überlegen wären, aber nur unterdrückt werden vom Westen. Und das, was sie kennenlernen, sind die Bomben. Und dann wundern wir uns, dass neue Terroristen entstehen. Und das ist quasi ein Teufelskreis, in dem wir uns bewegen. Und den müssen wir durchbrechen an der Stelle. Ich glaube nicht, dass wir das mit Bomben schaffen. Das ist eine zu teure Angelegenheit. Es kostet viel zu viel Blut. Und am Ende muss man halt mal gucken, wie wir das machen. Aber wir müssen es klar benennen, das gehört dazu, Mut zur Wahrheit, das würde ich übrigens auch von unseren Kirchenvertretern erwarten, was sie nämlich nicht gemacht haben am Tag der Deutschen Einheit bei der Festansprache in der Frauenkirche in Dresden. Da hat keiner von den Kirchenvertretern beim ökumenischen Gottesdienst eigentlich gesagt, wo kommen die Flüchtlinge her. Nein, alle haben nur gesagt, ja, macht auf eure Herzen und helft der ganzen Welt, aber es gehört auch dazu, auch den Politikern ins Gewissen zu reden und ihnen die Wahrheit zu sagen und wenigstens anzuhören. Recht gesagt, bevor ich die nächste Frage aufrufe, gibt es eine Anfrage Ihres Fraktionskollegen Carsten Hütter, die er gestellt hatte zum religiös motivierten Extremismus. Das geht also noch zu dieser Frage dazu.
Welche Maßnahmen, so fragte Carsten Mütter, hat der Freistaat bereits ergriffen, um mögliche extremistische Bestrebungen von Asylbewerbern schon bei Ankunft im Freistaat erkennen zu können? Auch da möchte ich aus der Antwort des Innenministeriums nur den Anfang zitieren. Die sächsische Polizei hat sowohl für den eigenen Bereich als auch für die Ausländerbehörden spezielle Handreichungen zum Erkennen islamistischer Gefährdungssachverhalte zur Verfügung gestellt. Die Antwort geht noch weiter, also eine Handreichung ist so eine Art Faltblatt, wo Sie nachschauen können. Ja. Also nach Paris, Brüssel, Istanbul, Nizza, nach Ansbach, München, Würzburg, Essen und Hannover gibt es diese Handreichungen und das Ministerium hat noch erklärt, dass zwei Islamwissenschaftler zur Verfügung stehen würden. Warum schafft man es, außerhalb Deutschland gegen Extremismus vorzugehen, innerhalb von Deutschland nicht, wie zum Beispiel der Vogel hier in Deutschland definitiv für IS-Nachschub werben darf? Also die Frage war, wieso im Ausland Extremismus bekämpft wird, aber hier die Extremisten wie zum Beispiel Pierre Vogel, der offensiv wirbt für sein Vorhaben, quasi, ja, nicht bekämpft werden kann, so eine Frage. Ja. So. Pierre Vogel stellt das ziemlich clever an. Das muss man ganz klar sagen, denn er wird nicht offen zur Gewalt aufrufen. Das macht er nicht. Er macht das ziemlich verdeckt und das, ich weiß gar nicht, ob er es in der Öffentlichkeit schon mal in der Form gemacht hat. Ja, er deutet immer sehr viel an, aber er spricht es nicht konkret aus, deswegen wird man ihm schlecht her, aber ich denke doch, dass wir die Problemlage eigentlich erkennen müssten in Deutschland. Und wenn ich das will, sagt man ja auch, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Also muss ich als Politik diesen Weg vorzeichnen oder muss ich eben die gesetzlichen Grundlagen schaffen, dass ich eben gegen diese Menschen ja im Zweifel auch strafrechtlich vorgehen kann und dass ich ihre Vereine zumindest verbiete. Aber, und das ist auch eine Problematik des Islamismus, der sogenannte legalistische Extremismus oder legalistische Islamismus. Also es gibt den Islamismus, der mit Waffengewalt vorgeht. Und es gibt aber diejenigen, wo zum Beispiel auch die Muslimbrüder drunter fallen oder die größte Gemeinschaft, die IGMG, die Islamische Gemeinschaft Miligörisch, türkischen Ursprungs, die sagen, wir machen Bildung. Kommt alle zu uns, ja, ihr kriegt Nachhilfe von uns, lernt was Anständiges, werdet Anwälte, bringt euch ein, marsch durch die Institution, auf gut Deutsch, das ist ja wahrscheinlich jetzt jedem Begriff, was die 68er sehr erfolgreich praktiziert haben und im Übrigen wahrscheinlich auch Teil unserer Malays heutzutage ist. Also das ist das Ergebnis, was wir sehen. Also das ist der legalistische Extremismus und der kennzeichnet sich dadurch, dass er nicht gegen die Gesetze verstößt. Er bewegt sich innerhalb dieses Rahmens und versucht sein Ziel zu erreichen. Und damit umzugehen, ist extrem schwer. Und eine einfache Lösung dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich leider nicht. Ich würde versuchen, ergänzen zu wollen, dass wir ja bei diesen legalistischen Bestrebungen die Kehrseite oder die Erweiterung dessen sehen, was wir eigentlich schätzen, nämlich Meinungs- und Redeversammlungsfreiheit. Wir können die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausloten bis zu einer gewissen Grenze. Und das ist ja ein ganzer Weg. Je weiter der Weg ist, desto freier im Sinne von libertär ist vielleicht auch die Gesellschaft, ja, dass sie das versucht aufzufangen und zu integrieren. Kann es vielleicht sein, dass wir deswegen plötzlich anfälliger werden gegen diese legalistischen Bestrebungen, weil wir unser eigenes nicht mehr imstande sind, dagegen zu setzen? Das wäre eine offene Frage, die ich stelle. Ich würde aber auch zu Herrn Koppel überleiten wollen, der ja in seinem Buch Finale Deutschland, Asyl, Islam, innere Sicherheit geschrieben hat und vielleicht einen kurzen Einblick seine Analyse uns geben kann. Ja, die Analyse fällt also auch sehr nüchtern aus. Wenn ich bedenke, ich habe also sehr viel recherchiert, gerade zu dem Thema. Und ich muss sagen, dass dieser Weg durch die Institutionen, den Sie angesprochen haben, dass der gerade, was den Islam in Deutschland betrifft, schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Ich will gar nicht anfangen mit dem Zitat des 19-monatigen Bundespräsidenten Christian Wulff. Immerhin 19 Monate hat er geschafft. Das waren 19 Monate zu viel.
Leider hat er sein Wort jetzt nach dem Gehör zu Deutschland zu spät gesagt. Er hätte es nämlich sagen müssen, bevor er Bundespräsident geworden ist. Aber diese Einstellung, der Islam gehört zu Deutschland, die der Ex-Bundespräsident Wulff damals gesagt hat, die ist leider in vielen Köpfen unserer, in Anführungsstrichen, etablierten Politiker schon sehr tief drin. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Islamverbände, und seien sie noch so mickrig, noch so klein, von der deutschen Politik hofiert werden, dann mache ich mir große Sorgen. Die Islamverbände oder der Islamverband, der am meisten zitiert wird und der am meisten hofiert wird, nennt sich Zentralrat der Muslime. Allein das Wort Zentralrat ist eine einzige Mogelpackung. Der Zentralrat der Muslime, da denken Sie wahrscheinlich im Saal jetzt alle, der vertritt die Muslime in Deutschland. Der Zentralrat der Muslime, der bei Frau Merkel auf dem Schoß sitzt, vertritt in Deutschland sage und schreibe 20.000 Muslime. Aber er wird im Fernsehen, in Diskussionsrunden, bei Frau Merkel und Co. hofiert ohne Ende. Und damit muss endlich Schluss sein. Also was könnte man noch machen? Wir haben vorhin, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, um darüber nachdenken, und erinnere mich an mein Parteiprogramm. Also wir haben ja die Saudis, die viel Geld dafür ausgeben, dass wir in Deutschland die Moscheen bekommen und dass dann dort gepredigt wird, was sie wollen. Ja, das können wir verbieten, denke ich. Also die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland oder von solchen Vereinen, denke ich, das kann man unterbinden. Wir wollen das machen, das ist unser Ziel an dieser Stelle. Was denn über den Zentralrat kann man eigentlich nur aufklären, ja, das ist das eine. Und was wir natürlich noch machen können, ist, wir können uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Weil alle, wie wir hier sitzen, sind wir der Souverän dieses Landes. Wir sind Vertreter des deutschen Volkes. Und das deutsche Volk hat sich eine Verschiebung in der Begrifflichkeit ergeben. Früher, und so steht es auch noch im Staatsangehörigkeitsgesetz, Deutscher ist der vom Deutschen abstammt. Mittlerweile wird jeder Deutscher, der möglicherweise hier geboren worden ist. Und das ist insoweit ein Problem, weil natürlich diese Menschen andere Eltern haben. Die sind anders sozialisiert worden. Sie kommen aus einer Kultur und werden natürlich im Übrigen über diesen Weg natürlich auch in Deutschland bleiben. Ja, das ist ganz klar. Sie haben dann ein deutsches Kind. Und das Kind kann man ja nicht von den Eltern trennen oder die Eltern von dem Kind, deswegen werden sie hier bleiben. Also auch das ist ein Weg durch die Hintertür, der auch durchaus gewählt wird. Und damit verschiebt sich natürlich auch ein bisschen das Volk als solches. Ja, also man denkt anders. Und die Leute werden früher oder später eingebürgert werden. Sicherlich nicht alle, aber ein gewisser Teil. Und sie werden dann irgendwann noch Wähler werden. Ja. Deswegen vertreten wir als AfD die Auffassung, dass wir wieder dahin müssen, wo wir immer gewesen sind, dass Deutscher nur ist, ob er vom Deutschen abstammt. Gleichwohl ist die Möglichkeit. Gleichwohl muss es die Möglichkeit geben, Deutscher werden zu können. Am Ende eines Prozesses, und da sind wir wieder bei dem Punkt der Sprache, wir reden alle viel von Integration, ja, von diesem kryptischen Wort, aber eigentlich geht es um so Assimilation. Und Integration, das ist übrigens, wo ich bewege mich hier unauffällig, aber ich bin im Zweifel doch anders. Assimilation heißt, ich bewege mich hier und bin Teil des Ganzen irgendwann. Ja, das ist schwer für die erste Generation, aber spätestens in der zweiten Generation muss das Ziel sein und das müssen wir auch aktiv einfordern in der Politik. Dann kann es auch funktionieren und am Ende dieses Assimilationsprozesses, eines erfolgreichen Integrationsprozesses, kann es dann sein, dass derjenige als Krönung des Ganzen die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Und möglicherweise ist er dann vielleicht sogar deutscher als die Deutschen. Und das sind die Einwanderer, die ich mir wünsche. Wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Bitte schön. Also die Landtagsfraktion hier am Abend. Was gibt es denn Neues zu den Personalien Bellmann, Gudler, Hans-Hermann Winkler? Wir hören ja nur das, was wir so in der Zeitung lesen. Lügenpresse heißt es ja nicht, aber normalerweise hat einer von den Journalistenkollegen ja gesagt, auch weglassen ist eine Lüge. Ist das richtig, ja? Habe ich so gehört.
Aber es wird ja viel weggelassen. Und gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Du bist die falsche Partei. Wir sind in der CDU. Da hört man nicht irgendwo in den Mann. Also, die Frage geht jetzt um CDU-Fraktionsmitglieder. Und da weiß ich jetzt nicht, also bei aller Kompetenz, die hier links wie rechts von mir versammelt ist, ob darüber spekuliert wird oder wollen Sie dazu was sagen? Das ist ja auch nicht im Landtag. Also. Ja, also das ist eine Frage, die jetzt hier schwer zu beantworten ist. Vielleicht gibt es ja nachher, wenn man im kleinen Kreis miteinander redet, noch eine Möglichkeit, sich darüber zu informieren. Jetzt mal bei Ihnen. Was ist denn an der Aussage oder Forderung von verschiedenen Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftsexperten, die in den Raum stellen und fordern, wir brauchen die Flüchtlinge, um unsere zukünftige Arbeitskräfte zur Kultur abzusichern? Also die Frage geht an die Forderung, dass wir die Einwandernden benötigen, um unsere Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, beziehungsweise die Wirtschaftskraft sicherzustellen. Ja. Ja, also das wird ja nach außen so dargestellt und wer wieder befragt wird, sind die großen Konzerne, wo sie natürlich versuchen, welche unterzubringen, die Ausbildung dort machen. Das A und O ist die Sprache. Wir haben dann mit welchen gesprochen, die sagen, das geht gar nicht. Die müssen erstmal mindestens die deutsche Sprache richtig lernen, um überhaupt in Lehre in Deutschland bestehen zu können. Also man kann mit einem Einsteigerkurs Deutsch eine Lehre abschließen in Deutschland. Das geht nicht. Also das nimmt mindestens 7 bis 8 Jahre in Anspruch. Wurde in Fachkreisen gesagt, bevor ein Uma oder weiß ich oder erwachsener Mensch das Bildungsniveau hat, um überhaupt eine Lehre in Deutschland zu bestehen. Und wie die das versuchen oder die das versuchen, also es werden Vorzeigemodelle dargestellt, wie gesagt, die großen Konzerne, ob das jetzt die Bahn ist oder, also die Bundeskonzerne, die werden dann natürlich, die müssen sich hinstellen und so tun, als ob sie das schaffen. Ich weiß nicht, ob schon irgendjemand da eine Ausbildung hat. Es gibt welche, die machen jetzt Deutschkurse und die geben sich bestimmt auch Mühe. Also es sind ja in der Schwelle welche, die fahren da mit Bussen jeden Morgen früh 4:45 nach Neugersdorf zu irgendeinem Deutschkurs. Also die Umas, die in der Schwelle bei JB untergebracht sind, die versuchen schon Deutsch zu sprechen, die geben sich Mühe. Also man hat bestimmt auch welche, die wollen. Aber dass sie jetzt von heute auf morgen Fachkräfte hier in Deutschland werden, kann ich hier bestätigen. Also sehe ich keine Chance, wie das gelingen soll. Es ist weltweit sehr unüblich, erstmal Leute ins Land zu lassen und dann zu gucken, wo ich die vielleicht in der Wirtschaft einsetzen könnte. Also ich kenne kein Beispiel. Herr Gommel. Ich möchte Ihnen das sehr drastisch darstellen anhand von 2 Zahlen. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Das ist das renommierteste Wirtschaftsinstitut, das es in Deutschland gibt und eines der renommiertesten Wirtschaftsinstitute Europas. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat errechnet, dass die in Anführungsstrichen gewünschte Integration der inzwischen 1,3 Millionen Asylbewerber in Deutschland, die wir haben, 900.000 letztes Jahr, fast 400.000 schon dieses Jahr, dass die 1,3 Millionen 55 Milliarden Euro im Jahr kosten wird. Im Jahr, 55 Milliarden Euro im Jahr. Das ist eine riesige Summe. Wodurch setzt sie sich zusammen? Das sind ja nicht nur die Sprachkurse, das ist ja nicht nur Verpflegung, Wohnung etc. Da kommen Verwaltungsgeschichten dazu, ärztliche Geschichten dazu und so weiter und so weiter. Das ist eine ganze Latte. 55 Milliarden Euro im Jahr. Und jetzt sage ich Ihnen als Gegenpart dazu, der Wert der gesamten deutschen Goldreserven beträgt aktuell 120 Milliarden Euro. Das heißt, innerhalb von 2 Jahren wird der gesamte Wert der deutschen Goldreserven vernichtet. Bitte nehmen Sie das heute Abend mit nach Hause. Unabhängig vom Geld möchte ich noch kurz ein Beispiel bringen, also wie es so schwierig ist, vom Denken her. Ich hatte am Wochenende ein Gespräch gehabt mit 2 Syrern, die schon sehr lange hier sind. Und
da ging es auch darum, um die Frage, ja, was können wir denn mit den Leuten machen? Und da sagt der eine ein ganz drastisches Beispiel. Er sagt, kein Führer würde gern Bäcker werden wollen. Bei uns ist das ein Ausbildungsberuf, da kann ich einen Meister machen und wenn ich das gut mache, bin ich angesehen. In Syrien ist die Frage, erst bist du Bäcker, hast du nicht gelernt. Und das lässt tief blicken und da sind wir eigentlich wieder bei dem Bereich der unterschiedlichen Auffassung über das Leben, über die Gesellschaft. Und da haben wir noch ganz viel Arbeit, noch unabhängig von der Sprache. Dankeschön. Also es ist nicht nur eine Vernichtung des Volksvermögens, was wir hier in mannigfaltigsten Facetten beschreiben könnten, sondern es ist auch eine Diskrepanz, wo einfach Dinge eben nicht gleich sind, auch wenn jetzt die Menschen natürlich menschenwürdig leben sollen, gibt es aber Unterschiede im Zusammenleben, was halt sich einfach in der Kultur äußert, die halt zu berücksichtigen sind und die offensichtlich in dem, wie es hier praktiziert wird, zu wenig Berücksichtigung finden. Zwei Fragen haben wir noch. Eine war da. Ja, ich habe nochmal eine Frage an Herrn Lippen zum Beispiel. Ist es überhaupt noch möglich, diese ganzen Veränderungen, die wir angesprochen haben, in Deutschland durchzuführen? Denn bei uns werden ja ganz entscheidend auch alle westalliierten Sieger nicht noch ein großes Wort mitsprechen, wie weit darf denn Deutschland überhaupt gehen mit verschiedenen Veränderungen? Ne? Denn die ganze Einwanderung ist doch nicht die Ziel der Einwanderung dort gewesen. Das deutsche Deutschland doch geschwächt da. Oder mit Umvolken gesprochen. Ne? Die Frage wird jetzt an Herrn Wippel adressiert, inwieweit die ganzen Entwicklungen, die angestrebt sind, beziehungsweise überhaupt noch Änderungen möglich sind, inwieweit das Deutschland umsetzen kann, insbesondere in Abhängigkeit seiner internationalen Beziehungen und letztendlich unter geopolitischen Gesichtspunkten. Aber eigentlich ist es leicht zu beantworten, ja, ich glaube daran, dass wir das verändern könnten, weil ansonsten würde ich nicht hier sitzen und hätte ich nicht versucht, in die Politik zu gehen und was zu verändern. Also ich denke, wenn wir die Mehrheiten haben, und noch haben wir die Mehrheit im Land, wenn wir es schaffen, die Leute zu überzeugen, ja, wenn sie es schaffen, ihre Nachbarn zu überzeugen und die Nachbarn schaffen, ihre Nachbarn zu überzeugen, bei der nächsten Wahl das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, dann haben wir ja eventuell, bestenfalls, ja, 51% oder 50% von seiner Stimme. So, und dann werden wir die Entscheidung so treffen können. Dann werden wir die Entscheidung treffen, wie wir sie als dann gewählte Volksvertreter treffen können. So, wir wollen natürlich auch Volksentscheide zulassen. Das heißt, wenn wir die eingeführt haben, wird es auch die Möglichkeit geben, so entsprechende Anträge haben wir im Landtag auch schon eingebracht, dass das Volk darüber also eigene Gesetze einbringen kann und das leichter als es bisher möglich ist, um es mal kurz zu machen. Also diese Möglichkeit ist noch da. Ich denke, dass wir das schaffen. Und ja, wir müssen erstmal souveräne Politik machen. Wir müssen erstmal das machen, was wir wirklich wollen. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ja, das dürfte aus den und den und den Gründen nicht machen, dann werden wir es noch erleben. Im Moment ist es aber nicht so, dass uns jemand auf den Füßen steht und sagt, nee, dürfte nicht. Also wir müssen es einfach ausprobieren. Und dann müssen wir entscheidend verhandeln und bestimmt auftreten. Dankeschön. Also wir haben ja ein bisschen später angefangen. Ich habe jetzt die drei, vier letzten Fragen. Eins, zwei, drei, vier. Dankeschön. Wenn die Damen vielleicht... einigen Sie sich. Meine Frage ist, wenn schon Asylanträge abgelehnt werden, wie wird das finanziell gemacht, dass diese Menschen nicht mehr hier in Deutschland ihre Zeit verbringen, sondern wieder zurücktransportiert werden? In den Medien kam einmal ein Beitrag, dass ganze 17 Leute zurückgeschafft wurden. Erstens wurde das Geld hergenommen und wie wird sowas auch ein bisschen vorangetrieben? Weil es sind in Deutschland mehr als 450.000 Flüchtlinge, die definitiv schon einen abgelehnten Asylantrag haben und immer noch hier leben. Also die Frage richtet sich nach den abgelehnten Asylanträgen und was geschieht mit den Leuten, die offensichtlich ja nicht mehr zurückgeführt werden, obwohl die Asylanträge abgelehnt worden sind. Wer möchte dazu? Also ich kann jetzt nicht für die Regierung sprechen, das mache ich auch nicht. Aber ich kann insofern sagen, es wird
Es wird was gemacht, es passiert auch mehr als vorher, aber es ist bei weitem noch nicht ausreichend. Also es gehen jede Woche Flugzeuge, die mehr oder weniger voll sind. Vielleicht fehlt auch ab und zu mal ein Drittel, wie ich aus Kreisen der Bundespolizei erfahren habe. Aber im Moment sind es Menschen vom Balkan, ne, die jetzt abgeschoben werden. Ne? Da kann man das durchsetzen, das funktioniert doch so einigermaßen, es müsste schneller gehen. Aber im Moment fliegen mehr weg, als wir hierher kommen. Ja, das können wir schon mal sagen. Wo wird das Geld hergenommen? Ganz normal, aus dem Staatshaushalt. Ja, das ist natürlich billiger, als die Leute hier zu behalten, auch das ist klar. Ja, aber so ein Flug ist teuer, also im Schnitt um die 13.000 Euro, habe ich mal ausgerechnet, bei den Kosten von einer Maschine, mit denen die tatsächlich mitgeflogen sind. Ja, das ist schon schwierig. Ne? Also wir haben hier ein Problem und das sind Ausgaben, die wir haben werden. Wir müssen das Ganze natürlich ein Stück weit beschleunigen. Das heißt, die Regierung hat natürlich was gemacht. Ja? Auf bundesgesetzlicher Ebene hat sich was verändert. Man hat jetzt die Möglichkeit des Ausreisegewahrsams. Man kann jetzt Menschen, bevor sie abgeschoben werden, 4 Tage lang quasi in Gewahrsam nehmen, für den Fall, dass es notwendig ist, weil zum Beispiel Familienmitglieder fehlen. Ja, auch das ist eine beliebte Taktik bei größeren Familien, dass ein Kind immer nicht da ist und daran ist bisher immer die ganze Abschiebung der Familie gescheitert. Also da geht man jetzt ran. Aus unserer Sicht ist das nicht ausreichend. Der Zeitraum muss länger sein. Und ich denke auch nicht, dass wir das mit den teuren Chartermaschinen machen müssen, sondern die Bundeswehr hat auch Flugzeuge, die können wir auch einsetzen. Die brauchen ihre Flugstunden auch, die Möglichkeiten haben wir. Es ist für mich auch Unding, wie es in Deutschland gehandhabt wird, dass man, wenn zum Beispiel der Asylantrag abgelehnt wird, dann bekomme ich für 2 Wochen noch eine Duldung, das ist in Ordnung, dann kann man noch ein Tschüss sagen und dann ist man ausreisepflichtig. Ja, das geht. Also wer eine Duldung hat, ist auch ausreisepflichtig. Aber es ist die Pflicht desjenigen, der es probiert hat, hier Schutz zu kriegen, ja, aber offensichtlich halt unbegründet, dieses Land auch wieder zu verlassen. Ja, das, also mir würde was anderes gar nicht einfallen, wenn die mich nicht haben wollen. Ich hätte Angst, auf die Straße zu gehen in anderen Ländern, wenn ich weiß, dass die Polizei mich sucht, um mich dann abzuschieben. Aber das finde ich hier nicht statt. Ja, also dann müssen wir hin, dass quasi die Pflicht zur Ausreise muss ablaufen. Dann müssen die Menschen sich spätestens zu dem Zeitpunkt an der Grenzübergangsstelle abmelden. Deswegen brauchen wir natürlich auch Grenzkontrollen und Leute, die dort noch stehen. Und dann weiß ich, wer raus ist. Ja, und dann kriegt er ein Ticket ausgedruckt und kriegt dann Stempel im Pass und das ist alles gut. Ja, Israel macht das ja auch. Ne? Wenn ich reinkomme, kriege ich eine blaue Karte, wenn ich rausgehe, kriege ich eine rote Karte und so weiter und so fort. Die wissen immer, wer im Land ist, nur wir schaffen das angeblich nicht. Als Hochtechnisier des Landes. Also das ist eine Möglichkeit, das kann man machen. Und wer sich an dem Tag nicht gemeldet hat, das ist meine Auffassung, muss zur Festnahme ausgeschrieben werden, und zwar sofort. Ja, da kann es doch nicht sein, dass es heißt, ja, da kommt die Polizei und schiebt dann die Menschen irgendwann ab, so nach einem halben Jahr. Ja, was ist denn das? Das ist ja so, das hab ich den Anspruch, als derjenige, der was erbeten hat, dass jetzt der Staat mich noch wegtransportiert und mir noch meinen Rückflug bezahlt. Das ist vermessen. Und die Gelder laufen auch die ganze Zeit immer weiter, wenn beschlossen wurde, dass abgelehnt ist? Ja, die werden jetzt gekürzt, aber es gibt auch welche, die kommen ohne Geld aus. Also die sogenannten Untergetauchten. Ob die alle in Deutschland sind, das wissen wir übrigens gar nicht. Weil wir haben ja keine Grenzkontrollen, wir wissen ja nicht, ob die vielleicht schon in anderen Ländern sind. Dann sind die ausgereist und haben sich halt bloß nicht bei der Behörde abgemeldet. Vielleicht sind die ja schon jahrelang weg. Wir wissen es nicht. So, danke schön. Jetzt kommen die letzten Fragen. Ja, wie sehen Sie als AfD die Monika Schmidt, die Montagsdemos in Dresden, die ursprünglich 20.000 hatten und jetzt so bei 2.000, 3.000, welche Stellen ja mehr? Wir sind mehr. Die Frage zielt auf die Einschätzung der AfD-Fraktion auf die Montagsdemonstration oder kurz als Pegida-Demonstration. Ist das eine Haltung der AfD-Fraktion? Ja, also es ist ja schon erstaunlich und es müsste eigentlich jeden sächsischen Politiker zu denken geben, wenn jetzt 2 Jahre jeden Montag so viele Menschen, die ja nur von den Truppen, die studiert haben, hier immer runtergerechnet werden, also durchgezählt nennen die sich, diese Studentenvereinigung. Aber es müsste eigentlich jeden zu denken geben. Und wer sich das mal angeschaut hat, und ich habe mir das mal angeschaut, was für Publikum dort mitläuft, dann sind das ganz normale Bürger wie Sie und ich und jeder hier im Raum. Es ist immer bei Großveranstaltungen so, dass sich, das ist immer wieder beim Extremismus,
dass sich Rechte oder Linksextremisten dahin begeben, um ja, Krawall zu machen, um die ganzen Veranstaltungen so richtig anzufeuern. Aber die Menschen, die sich jeden Montag, und da fahren auch hier aus der Oberlausitz viele hin, die sich da das an oder dafür kämpfen, dass sich irgendwas in diesem Land dann ändert, um wenn sie wieder auf die Straße gehen. Sie haben das natürlich 89 viele gemacht und sie denken jetzt, wenn sie da jetzt auf die Straße gehen, ändert sich wieder was. Aber es ist schwer. Und ja, es gibt natürlich auch Diskrepanzen, wo die AfD sagt, mit den Veranstaltern und Organisatoren von Pegida möchten wir nichts zu tun haben. Aber wir wissen, dass das Volk, was dort mitläuft und die Bürger, die dort mitlaufen, ganz normale Bürger sind, die ihre Rechte, ihre Demokratie nicht mehr wahrgenommen sehen und sich eine Veränderung diesbezüglich wünschen. Und auf die Bürger gehen wir zu, wir sprechen mit den Menschen, wir haben unsere Bürgerbüros, über 30 Stück in ganz Sachsen, da haben wir täglich Sprechzeiten oder dreimal die Woche und stehen da immer für Fragen der Bürger zur Verfügung und haben immer ein offenes Ohr. Und den Draht zum Bürger, der ist uns ganz wichtig. Und da kann man ja irgendwelche Dialogstammtische machen, wie das dann die CDU mal kurzzeitig nach den, wo so viele Menschen, wo dann 20.000 in Dresden waren, und dann machen sie irgendwelche Stammtische, wo sie aber auch bloß ihre besonderen Leute dann hinkommen lassen. Und also es ist der Kontakt zum Bürger, und der ist uns als AfD ganz wichtig, dass wir den nicht verlieren und so nah wie möglich auch an den Menschen dranbleiben und immer ein offenes Ohr haben für die Sorgen und Bedenken, die die Bürger haben. Ja, vielleicht noch eine Frage als besorgter Wähler. Wie sicher kann ich mir sein, dass bei kommenden Wahlen meine Stimme auf der richtigen Zählliste landet? Besteht unter Umständen bei zunehmenden Wahlerfolgen der AfD eine reale Gefahr, dass es manipuliert wird? Also Frage nach gezielten Wahlmanipulationen hier zulande. Das haben sich keinen ausgesucht, der es beantwortet. Ja, also es wird ja bei den verschiedenen Landtagswahlen, wir haben ja jetzt schon 8 oder 10? Ja, in zehn Landtagen sind wir jetzt schon und es wurde immer mehr die Wahlbeobachter. Also normale Bürger können zu jeder Wahl gehen, in die Wahllokale ab 18 Uhr, wenn die Wahl beendet ist, hingehen und die Wahl beobachten. Das steht jedem Bürger frei. Also wir selber haben das schon zur Landtagswahl 2014 gemacht, weil wir da einen Anruf kriegten, dass in Obach die AfD gar nicht auf dem Zettel steht. Haben einen Anruf gekriegt, da bin ich dann nach Neuseizer Spremberg, mein Mann nach Obach und haben das dort beobachtet. Die haben uns schon ein bisschen komisch geguckt, die Wahlleiterin dort, aber sie mussten uns da das beobachten lassen. Und ich habe dann auch noch die Briefwahl beobachtet, aber der Bürger hatte wahrscheinlich den Zettel nicht bis runter aufgeklappt und die NPD und die AfD, die standen nun mal ganz unten und deshalb fehlten die beiden Parteien bei ihm angeblich auf dem Wahlschein. Also die Scheine waren alle in Ordnung, aber es wird auch immer mehr gemacht. Es gibt auch da jetzt schon einen Verein, der sich da organisiert hat, der solche Wahlbeobachtung macht. Und wir können eigentlich nur alle Bürger ansprechen, sich da zu engagieren, mitzuhelfen, bei künftigen Wahlen abends in die Wahllokale zu gehen und einfach nur zu schauen, ob da alles rechtens zugeht und ob auch die ungültigen Stimmen wirklich ungültig sind, die sie dort aussind. Dankeschön. Guten Abend, mein Name ist Roberto Kunert. Wir sind heute hier mit meinen Freunden aus Weißwasser gekommen und möchte mich an der Stelle mal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Gockel, bedanken für den Vortrag. Sie haben nicht nur mir, sondern ich denke mal allen Saal so richtig aus dem Herzen gesprochen. Und es ist sehr, sehr ermutigend, jemanden als Prominenten, den man ja als Nachrichtensprecher auch kennengelernt hat, heute hier zu erleben und zu wissen, es gibt im Bereich der Prominenten, derer gibt es aufrechte, klar denkende Leute, die das sagen, was sie auch meinen. Denn ich denke mal, der mittlerweile lahmende Gaul, der Gutmensch,
Menschen Gaul, auf den sich so viele prominente Künstler, Journalisten, Leute aus der Wirtschaft aufgesattelt haben, ist unerträglich. In jedem Zusammenhang fällt mir ein, ich muss, bevor ich die Frage formuliere, muss ich das einfach mal loswerden. In Ihrem Vortrag habe ich zum Beispiel auch an einen ganz prominenten Journalisten gedacht, der Matthias Matusek, der aufgrund der unsäglichen Ereignisse in Paris und Brüssel nur wegen eines satirisch gemeinten Smileys in den in den sozialen Netzwerken von einer ganz namhaften Tageszeitung als Redakteur entlassen wurde. Das ist unerträglich, wenn man sich vorstellt, wo dieses Land 2015, 16 mittlerweile angekommen ist. Und jetzt formuliere ich einfach mal die Frage, welchen Hintergrund würden Sie persönlich sehen, was dazu geführt hat, dass dieses Land sich von der Politik, auch vom, von dieser freien Meinungsäußerung, die derart eingeschränkt ist, wieso dieses Land sich dahin entwickeln konnte? Das ist wirklich schon wieder... ich sag mal, Situationen gibt, die hier Sie zu DDR-Zeiten kennengelernt haben, wo man sich das Wort überlegen musste. Das will ich Ihnen beantworten. Es gibt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach, eines der bekannten und renommierten Instituts. 70% der Deutschen trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Woran liegt das? Das liegt daran, weil sie niedergeknüppelt werden von dem Mainstream-Journalismus. Angefangen von Stern über Bild, Welt, Spiegel, Tageszeitungen, Fernsehen und so weiter und so weiter. Und woher kommt dieser Mainstream-Journalismus? Da gibt es zwei Theorien. Die einen sagen, das kommt immer noch von der Weg durch die Institutionen, sprich Alt-68er aus der ehemaligen Bundesrepublik, die den Marsch gemacht haben durch die Institutionen. Die sind jetzt an den obersten Positionen angelangt. Die zweite Theorie ist die, dass es natürlich schick ist, links zu sein. Man richtet sich in diesem linken Nest, in dieser Nestwärme des linken Opportunismus so wunderbar ein und mit den Kollegen kommt man gut klar, dem Chefredakteur gefällt das auch und so weiter. Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass sich etwas wie so ein Mehltau über dieses Land gelegt hat. Und unter diesem Mehltau ist dieser ganze Sumpf, dieses undurchsichtige Gedränge, hat sich gut entwickeln können. Und wenn jetzt der frische Wind kommt, den ich persönlich ja spüre, obwohl ich nicht AfD-Mitglied bin oder auch wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, werde ich ja mit Sicherheit kein AfD-Mitglied, weil ich eben meine journalistische Unabhängigkeit bewahren will. Aber dieser frische Wind ist da. Und das ist meine Hoffnung, dass dieser frische Wind jetzt diese ganze Nebelwand wegweht und dass dann die Leute auch mal wieder in ihrer Birne klar werden. Und wenn ich Sie heute Abend hier alle sehe, Sie haben sich ja, ich meine, der Berg ist ja hoch, Sie haben sich ja hoch bemüht. Im Dunkeln und fahren dann wieder im Dunkeln runter ins Tal. Sie haben ja eine Menge auf sich genommen und Sie sind alle Multiplikatoren. Und was vorhin ja der Lübbe schon gesagt hat, wenn jeder von Ihnen 100 Leuten von heute Abend berichtet, dann haben Sie ja mehr Macht als die heimische Tageszeitung zum Beispiel. Das ist ein geeigneter Punkt, hier einen Doppelpunkt zu setzen. Wir könnten gut und gerne auch hier jetzt so in dieser Konstellation noch weiter diskutieren. Das hat jetzt sein Ende. Wir wollen uns von Ihnen hier oben mit Dank verabschieden. Es besteht aber gleichwohl die Möglichkeit, nachdem also hier wir von unserem klitzekleinen Berg hier runtergestiegen sind, alle Anwesenden hier sind dann noch im Raum und stehen für weitere Gespräche zur Verfügung. Das ist uns immer noch möglich, dass wir uns größtenteils frei versammeln und noch miteinander reden können, dass wir kritisch bleiben können, dass wir uns austauschen können, dass wir wach bleiben und dass wir aber auch jede Möglichkeit, die wir haben, nutzen. Denn ein Finale, das wir jetzt schon haben, um es noch kurz anzusprechen, ein Finale ist offen. Der Ausgang ist offen.
Aber nach dem Finale gibt es die zweite Chance nicht mehr. Das ist die Spannung des Finales, in dem wir stehen. Und ich möchte ganz herzlich mich zuerst bei unserem Gast, Herr Hans-Hermann Bockel, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, auch nochmal diesen spezifisch sächsischen Blick aufzuarbeiten in diesem Kontext mit einem großen, klaren Respekt vor der Realität. Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und die Mitglieder des Landtags, Sächsischen Landtags, Frau Grimmer und Herr Wippel, vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und sich den Fragen gestellt haben, Einblicke und Ausblicke gegeben haben und auf Ihrem Weg, nachdem Sie jetzt die ersten zwei Jahre gegangen sind, frisch reinkamen, ohne Erfahrung reinkamen, doch ein großes Stück Arbeit geleistet haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns daran teilhaben lassen und einen guten Erfolg für den weiteren Weg. Vielen herzlichen Dank. Herr Bockel hat es schon gesagt, Sie haben sich die Mühe gemacht, hierher zu kommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zahlreich erschienen sind für Ihre Teilnahme, für Ihre Diskussion. Bleiben Sie tapfer, bleiben Sie wohlbehütet. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Mitdiskutieren. Kommen Sie gut nach Hause. Einen guten Abend für Sie. Auf Wiedersehen. Ja, so schnell sollen Sie uns natürlich nicht verlassen. Draußen vor der Tür ist noch ein kleiner Imbiss aufgebaut. Es gibt jetzt auch noch eine Gulaschsuppe. Also Sie können sich gerne noch ein bisschen austauschen und gemütlich was essen. Und noch ein bisschen gemütlich hier. Wenn alle jetzt auf einmal losfahren, geht das sowieso nicht mehr rum auf dem Leberberg mit den vielen Autos. Also nehmen Sie sich Zeit. Es muss natürlich dann noch der zuletzt gekommen ist, zuerst fahren. Denken Sie da bitte dran. Und nehmen Sie sich bitte noch unsere Prospekte mit. Wir haben da vorne noch mehr liegen. Wenn das auf den Tischen jetzt eine Auswahl ist, nehmen Sie sich da bitte mit. Denn die Medien bringen ja nicht viel von uns. Deshalb haben wir unsere eigenen Zeiten. Danke. Das ist die letzte. Nein, ich habe noch eine.